Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, ein wunderbares Let's Play. Live. Live ist es. Hier auf Rocket Beans TV ist mal wieder angesagt. Mit dem lieben Jan. Guten Tag. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja, du darfst gerne auch nochmal Hallo sagen. Hallo. Bevor ich dich je unterbrochen habe mit dem Händeschütteln. Und mir, okay. Gregor, der natürlich mal wieder japanische Scheiße mitgebracht hat. Was soll denn das, Jan? Warum habe ich wieder Japano-Krams? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier bin. Nee, ich bin hier, weil du Japano-Krams mitgenommen hast. Es ist so die Henne und das Ei, was war vorher. Aber es ist ganz gut, weil wir werden uns heute hauptsächlich ein Spiel angucken. Da werden wir gleich drüber reden. Da haben wir beide ja so Erfahrungen mitgemacht. Und im Speziellen, weil du ja auch die anderen Spiele, wo Leute dann beteiligt waren, Vanillaware und so weiter, dann gute Erfahrungen mitgemacht hast. Wir haben gerade diskutiert darüber. Ich habe einiges an aktuellen Spielen, die ich euch theoretisch zeigen könnte. Wir werden hauptsächlich über Dragon's Crown dann heute sprechen, über die PS4-Umsetzung. Ich habe eine 2-Terabyte-Festplatte in meiner PS4 drin. Und die ist rappelvoll. Können wir mal aufs Ingame gehen, werte Regie? Guck mal, also da sieht man das ganz oben vielleicht nicht ganz, aber ich habe 2 Terabyte reingepackt, damit ich keine Probleme mehr habe mit Speicherplatz. Alleine diese Spiele hier, ne? Final Fantasy 15 hat 76 Gigabyte Speicherplatz. Grand Theft Auto 5, ich habe es durchgespielt letztes Jahr. Es hat 8 Stunden gedauert, das Ding zu installieren, weil es lädt runter und dann installiert es nochmal 7,5 Stunden. Und jetzt 60 Gigabyte auch nochmal drauf. Und wenn ich hier so weiter runter gucke, passt der ganze Schissel auch nicht mehr drauf. Also zum Glück, die Sachen, die wir uns heute angucken, warte mal, wo ist es hier? Hier, Dragon's Crown Pro, 6,2 Gigabyte. Da hat sich immer noch Mühe gegeben. Als Download, aber wenn man da drüber guckt, Cosmic Star Heroine ist ein Indie-Mega-Drive-mäßiges Top-Down-Rollenspiel mit Pixel-Optik, hat mehr Speicherplatz ja, als Dragon's Crown. Audiodateien umkomprimiert. WTF-LOL. Ja, so ist es damals. Aber egal, ich wollte, gerade weil wir uns drüber aufgeregt haben, es nochmal zeigen. Wir können aufs Ingame dann draufgehen, wir können dann gleich gucken. Leute, ich habe hier Dragon's Crown Pro, was wir natürlich spielen können. Die Dark Souls, der Network-Test läuft leider nicht mehr, der war übers Wochenende, dass man sich einmal die in Bälde erscheinende alte Version angucken kann. Theoretisch können wir auch einen Blick nachher reinwerfen in, wie Kollege Fabian mir gesagt hat, Little Witch Macadamia. Die Macadamia. Das ist nämlich ab heute auch draußen. Was ich nicht weiß, ich habe auch noch The Witch in the 100 Night 2. Ich bin mir nicht sicher, ob da das Embargo schon abgelaufen ist. Aber gucken wir mal, wir haben ja 2 Stunden Zeit. Also werden wir erstmal schauen, wenn sich Dragon's Crown. Little Witch Academia bin ich auch großer Fan. Alles von Studio Trigger finde ich super. Ich habe es ein bisschen gespielt, also es hat mir leichte Kopfschmerzen dann verursacht, aber vielleicht. Warum? Warum Kopfschmerzen? Wegen dem Stil, weil es so knuddelig ist? Nee, nicht der knuddelige Stil, sondern die Art der Grafikdarstellung. Irgendwie Cell-Shading-Figuren, aber dann mit der Hälfte der Frames und dann dreht sich die Kamera sehr häufig. Okay. Es war ein bisschen desorientierend, aber erstmal gibt es. Desorientiert ist Dragon's Crown auch. Ja, jetzt dürft ihr übrigens gleich nochmal den Vorspann genießen. Die Leute, die nicht mehr wissen, was Dragon's Crown genau gewesen ist. Wir haben den Chat im Blick hier. Du hast den, ich sehe ihn ja nicht. Vanillaware, hauptsächlich, ich meine, den meisten Leuten bekannt mit ihrem unter anderem erfolgreichsten Spiel mit Odin Sphere, was ja nochmal raus. Kam das letztes Jahr raus? Noch es kam letztes Jahr nochmal in der PS4-Version Lythrazier, auch für die Vita dann nochmal die Version. Das ist fantastisch. Ich habe es geliebt. Ist ein sehr schönes Action-Adventure, Action-RPG, kann man sagen. Und da geht's richtig ab. Da sehen wir nämlich, was Dragon's Crown ausgemacht hat. George Kamitani, der Chefentwickler, Zeichner, ich glaube, das ist ja auch der Künstler, der hier das Artwork gemacht hat, hat ein Beat'em-up gemacht mit Fantasy-Elementen, sehr inspiriert von damals der Film von Frazetta. Ne? Ja, ja, ja. Oder hast du auch noch andere Inspirationsquellen drin? Nee, Frazetta kommt da schon relativ gut nah vor den muskelbepackten Leuten, aber Frazetta ist ja fast eher so ein bisschen Conan der Barbar eher. Genau, Frazetta war ein Maler, der unter anderem die ganzen Poster für und das den Look und Feel der Conan-Filme dann gemacht hat, diese Barbaren-Romantik. Auch das Magazin Heavy Metal. Also viel, falls man das noch kennt. Genau, da hat er auch viele Sachen zu beigesteuert. Das Ding hier, man hat viele verschiedene Archetypen so ein bisschen gesehen, von der kleinen. Ja, aber es ist eher so dieses typische Dungeons and Dragons und das finde ich super. Ich mag dieses wirklich, was ist es? Das wisst ihr alle besser als ich. Low Fantasy, also halt so, was man sich unter Fantasy spielen kann. Also nicht Low Fantasy, sondern Drachen, Ritter, Magier, das meine ich. Bubs und Blut.
So wie es gehört. Mittlerweile ist das schon High Fantasy. Es heißt Dragon's Crown Pro. Wir spielen es nicht auf einer Pro, sondern auf meiner Slim. Gerade aktuell. Wahrscheinlich würde man es... Wäre aber auch lustig, wenn dann an Slims stehen würde. Das finde ich sehr gut. Ja, je nachdem, welche Edition du dir holst. Was ich gerade gemerkt habe, das Touchpad auf dem PS4-Pad. Also ich weiß nicht, ob du das machen kannst, weil ich den Player 1, glaube ich, hier habe. Ich kann tatsächlich so agieren, weil es war ja auch ein Vita-Game. Die haben wohl die Touch-Funktionalität beibehalten. Ja. Ja, und auf der PS3 musstest du es mit dem Mini-Stick machen. Ja, so äußert sich das sowieso besser. Was wir auswählen können, neu ist es, wir können die Originalmusik, die so ein bisschen MIDI-ish gewesen ist, gegen Orchestralmusik austauschen. Ja, das sollten wir schon machen, weil sehr viel mehr Mehrwert hat es leider nicht. Tatsächlich für die Leute, die das PS3 oder Vita-Original kennen. Außer, dass es hübschere... Okay, das ist auch neu. Ja, das ist aber einfach nur die gedruckte Anleitung, die nie wo mehr bei ist. Die haben einfach die PDFs mit draufgetan. Immerhin haben sie die draufgetan. Kann ich zoomen? Nee, ich kann... Nee. Musst du schon einen großen Fernseher haben. Ich kann aber drauf malen mit dem... egal. Man müsste einen großen Fernseher haben, um sich das Zeug dann da angucken zu können. Naja, die Grafik, wie sie gemacht ist, wir haben es ja gesehen, es sind ja Sprites in Anführungsstrichen. Es ist klassisch gemalt und dann halt animiert. Wobei, wo ich mich ja immer gefragt habe, wie das geht. Und ich habe letztes Jahr habe ich ein Programm gefunden mit dem wunderschönen Titel Spine und habe mir das selber mal versucht, so ein bisschen anzueignen. Kannst du Start drücken? Yes, I do. Okay, ich wähle erstmal. Wähle die Figur aus, die du mit L erstellen möchtest. Eigentlich müssen wir die zwei krassesten nehmen, die Boob Witch und die Muskelfrau. Ich finde die klasse. Ich nehme die Muskelfrau. Okay, die ist auch ein bisschen einfacher. Also die Charaktere sind auch so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Achso, okay, also je nachdem. Also sie ist deutlich einfacher, wie jetzt die Magierin. Das ist so wirklich am schwierigsten zu spielen, weil du eben mit deinem Mana-Haushalt ein bisschen gucken musst. Erdbeerblond, warum nicht? Ja, das werden wir gleich nochmal sehen. Ich glaube, wir haben Edith Tolls. Ich wollte dich nicht unterbrechen, von wegen der... Ich lasse die mal auf Japanisch. Von der Software, die du dir da angeguckt hast. Das ist ja diese Sprite-Manipulation. Ja, genau. Und das ist... benutzt wird. Man kann das theoretisch auch machen, muss ich jetzt hier. Kannst du Figur bearbeiten, löschen, sortieren nach Level? Ich kann, glaube ich, noch eine Figur auswählen. Nee, du musst sie jetzt nochmal auswählen. Du hast sie jetzt erstellt. Ah, okay. Ja, alles klar. That's how we do it. So. Ihr seht es vielleicht, die Animationen wirken ein bisschen anders als so klassische Sprite-Animationen. Was hier gemacht wird, es wird nicht jeder Frame wie bei klassischer Sprite-Animation gezeichnet, sondern man hat hochwertig gezeichnete Frames. Ja, also aber die werden teilweise animiert durch Manipulieren bestimmter Vektoren da drin. Ja? Genau, also wir haben im Grunde, das ist einmal komplett gemalt, dann ein bisschen aufgesäbelt bei Überlappungen und so. Und dann mit Marionettenpunkten connected, dass man wie bei einem 3D-Modell das riggt. Und dann werden diese einzelnen Punkte animiert. Das Programm verformt dann eben auch die Pixel und fügt Pixel hinzu. Mhm. Und das ist so ein bisschen das. Und es ist relativ easy. Weinrot. Ihr Vorbau hat wirklich ganz eigenen Gedankengang, ja? Bewegt sich sehr unabhängig. So ein bisschen wie der Wind gerade weht, oder? Wieso? Das ist normal, wenn es nach vorne dann. Aber es geht nach vorne, aber beide gehen in verschiedene Richtungen teilweise. Wie so, als ob sie schielt mit den Brustwarzen. Ja, natürlich, weil die Brüste sind ja nicht so, sondern leicht angeschrägt. So war das bei Conan, ja? Absolute. Just saying. Okay. Ja, gut, du hast deine Lucida erstellt, ich habe meine Wurzel erstellt. Drachenhafen. Das ist noch nicht so mein Hafen. Ich habe da noch nie ein Schiff gesehen. Just saying. Es ist der sprichwörtliche Hafen. Ja. Achso, ja, wahrscheinlich, dass dadurch, dass wir dann gleich häufiger mal die gleichen Level durchlaufen, zum Skillen und so weiter. Er erzählt eine Geschichte von unseren Abenteuern. Ja. Das Spiel ist ja so ein bisschen in 3 Akten unterteilt, mehr oder weniger. Am Anfang spielt man es ja relativ straight durch. Kann ich jetzt? Also, ja, wahrscheinlich darf ich erst mal kurz die Tutorial-Phase machen. Du kannst gerne weitererzählen und ich mache währenddessen den Tutorial-Stuff. Also, wir spielen es jetzt am Anfang erstmal jedes Level. Es gibt, glaube ich, 12 Level, lasst mich lügen, insgesamt. Und die werden dann später, nach einem gewissen Punkt, auch erweitert, dass man sagen kann, man kann eine andere Route gehen. Und
Wir müssen jetzt aber erstmal alles so ziemlich in der richtigen Reihenfolge durchspielen und dann wird es ein bisschen offener und man kann die Level in beliebiger Order spielen und schaltet dann eben so ein bisschen wie in deinem Choose-Your-Own-Adventure-Style andere Wege frei oder erweiterte Wege frei mit schwierigeren Passagen. Aber es ist sehr grindlastig. Man muss schon, wer Bock hat auf irgendwie eine große Welt, der wird hier ein bisschen enttäuscht werden. Ja, es geht davon aus, dass man eben immer wieder mal durch das Gameplay, durch die es ist wirklich so ein Looten und Leveln. Und man muss halt Bock haben am Kämpfen und am Aufwerten der Charaktere, weil da kann man wirklich sehr viel machen. Und es hat auch ein schönes Pacing vom Leveln. Also man, vor allem am Anfang kann man echt, nach jeder Mission kriegst du ein Level. Und das ist doch ganz angenehm. Ich will ja nicht das Gefühl haben, dass ich umsonst dann einfach gespielt habe. Ja, also dass du denkst, okay, jetzt muss ich wirklich sehr viel Arbeit für die nächste Progressionsstufe erreichen. Ja, die Steuerung ist sehr, also simpel gehalten, damit man eben... Es ist halt so wie Dungeons and Dragons. Es gab ja dieses... Rage, genau, Dungeons Dragons gab es ja auch die Capcom Arcade Games, die auch auf der Xbox... Turm, oder wie das hieß. Shadow over Mystara, irgendwie sowas, was auch dann Beat'em Up, aber gemischt mit Auflevel-Sachen, wo du dann... ist ein Apfel für mehr Apfelkraft. Zum nächsten Dungeon... Alter, wirklich. Die haben sich aber wirklich Mühe gegeben. Das Blocken... Oh, so kann man schießen und das Blocken bei gedrückt halten. Ja. Da fällt mir die Armbrust runter vom... von vielen Blocken. Check, check, check. Ja, wirklich. Eher so... Da kann sich hier, wie heißt sie nochmal, die Frau von Kanye West, beschweren mit ihrem breiten Hintern. Ach so, ja, genau die. Die aus dem Lulu-Film. Kim Kardashian. So. Ganz genau. Pocket some coin. Die Tür ist verschlossen. Ich hoffe, ich muss es dann nicht nochmal machen. Nein, bezweifle ich. Okay, bewege den Zeiger über die Tür. Guck mal, also man muss tatsächlich auch hier... Ja, aber kannst du das nicht auch mit dem rechten Analogstick machen? Wahrscheinlich. Ja, rechter Analogstick geht auch. Ich hatte ja gehofft, dass sie so ein bisschen an der Steuerung noch ein bisschen fallen, weil die ist teilweise ein bisschen überladen für Gegenstände auswählen, dieses Micromanagement. Das hätte ich mir ein bisschen einfacher gewünscht. Das haben sie wiederum bei Odin Sphere super gemacht. Also wer das auf der PS2 gespielt hat und es nicht gut reingekommen ist von der Steuerung und vom Gameplay, sollte sich da den neuen Teil angucken, weil das spielt sich fantastisch. Die haben das da ein bisschen mehr gestreamlined, wie man so schon sagt. Man muss da auch sagen, Odin Sphere war natürlich noch ein älterer Titel ja. Auf der PS2-Ära. Das war ja schon relativ frisch, als es rausgekommen ist. Ja, das ist jetzt 4 Jahre alt oder so. Aber es sieht so fantastisch aus. Ich frage mich auch, warum nicht mehr Spiele diese Art von Animation nutzen, weil es sieht halt alles aus wie Concept Art. Ja, das finde ich ist wirklich so geschmäcklerisch. Also es sieht ganz cool aus. Ich könnte, glaube ich, auf Dauer nicht. Es hat, obwohl es aufwendig ist, auch so einen leichten, billigen Touch. Wenn du verstehst, ja, was ich meine. Ja, ne? Ja. Weil du hast häufig dann so die ganzen Flash-Games oder sowas gesehen, die häufig... Es wird halt häufig benutzt für Handyspiele, das ist richtig, ja. Aber da steht halt die Kunst an sich bei mir weiter vorne als die Animation. Ich habe leider vergessen zu gucken, wie das neue Spiel von denen heißt. Irgendwas Sentinel. Also 13 Sentinels? Ja. Das heißt mittlerweile Earth Wars oder so, glaube ich. Ich glaube, das habe ich sogar auf der... Nein, das ist das nicht. Ist es das nicht? Sieht exakt so aus. Nein. Earth Wars sieht echt ein bisschen billig aus. Das sieht richtig schäbig aus. Aber ist auch irgendwie ich habe ihn gehauen aus Versehen. Das ist okay. War es nicht dieses 13 Valkyries, 13 Sentinels, irgendwas? Ja, das meine ich. Du kannst nur zur Abenteuergilde gehen. Okay, also, hier ist hier. Clad in full armor, the Guildmaster Samuel Joseph stands. Immerhin muss man sagen, sein Kopf ist immer noch größer als der bei, wie ist dieses billige der Overwatch-Abklatsch, den keiner dann gekauft hat? Battleborn. Achso, ja. Ja, also die Proportionen sind hier natürlich nicht. Aber der Style ist geil. Sagt der Chat denn irgendwas? Der Chat sagt nur thick. Das ist alles, was der Chat sagt.
Fig und Melonen. Das ist okay. Ich glaube, ihr habt Hunger. Das ist es anscheinend, ne? Das ist okay. Ich finde das super. Also ich schätze mal, sage hier, Gilde, kannst du die Aufträge annehmen und dann das in den entsprechenden... Das sind so nebenher Aufträge, die man macht, um zusätzliche Erfahrungspunkte zu bekommen. Ich finde das total witzig. Muss sie ihren Vorbau auch heben? Warte mal, der Shop, da sind wir dran vorbeigelaufen, oder? Ja, das ist hier. Wo bin ich? Achso. Da. Natürlich. Warum auch nicht? Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie so auf uns herabguckt. Die steht ja auch auf einer Treppe oben, schätze ich mal. Das sieht vor allem aus, als würde sie in der Kirche stehen. Okay, magische Gegenstände. Ausrüstung reparieren. Okay, ja, dass du dann dir alles Verbrauchsgegenstände, dass du das regelmäßig machen musst. Um Geld muss man sich hier Gott sei Dank keine Sorgen machen. Okay, also ich habe repariert. Adventurers come here not only for repairs, but for appraisals. Ja, wenn wir neue Sachen bekommen haben, müssen wir die erst appraisen, damit wir sehen können, was die können. Genau. Da haben wir das Hauptmenü. Das geht doch nicht mal perspektivisch so, oder? Egal, also ja. Wenn ich nicht bei Ausrüstung, sondern bei Items, schätze ich mal, wenn ich, oder? Was wolltest du machen? Muss ich jetzt was appraisen, oder? Nee, musst du nicht, wir haben ja noch nichts gesammelt. Es wurde mir gesagt, nur dass ich das mache. Ja. Ups, das war nicht meine Absicht. Ich sehe schon, das wäre der Spaß. Das wäre der Spaß mit dir. Naja, ich wusste ja nicht, dass es Friendly Axtfire gibt. Ich glaube, das ist auch nur hier. Like a statue. Jake Gildenhall. Es ist auch schön, dass er immer wieder beschrieben wird. Neu. With your equipment now in tip-top condition, you request to join the guild. Samuel issues you a test of skill. Du musst weitermachen, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ach so. What do? Ja. Ja, wir sind okay. Mal. Wir buckle mal. Wenn wir überqualifiziert werden, heißt das, wir machen das Tutorial, den Tutorial-Dungeon nicht machen oder so, ne? Die Startkarte ist verfügbar, du kannst nun zum Zug. Das auch richtig nötig. Aber okay. Lauf doch mal. Ja, Viereck, ne? Viereck war es auch. Ja, auch zweimal antippen. Ja, ja, aber das finde ich immer so ein bisschen frickelig. Ja, ja, fast hier ist den Dungeon weghauen. Viel von dem Drumherum ist ja eins der wenigen Spiele, das tatsächlich so ein Beat'em-up draus gemacht hat. Sieht aus wie eine von den vielen Ego-Dungeon-Crawlern, die es ja ohne Ende auf Vita, PS3, PS4 gibt. Weil da hättest du ein ähnliches Menü zum Beispiel und auch ähnlich stilistisch. Okay, auswählen. Many things lie within the ruins of the old Elysian temple. Some quiescent, some far less. So. Also Erzählspunkte. Okay. Jetzt muss ich natürlich mal in die Steuerung wieder reinkommen, weil das habe ich tatsächlich vergessen. Naja, alles Viereck. Ja, obwohl, ach, die Hexe hat ein bisschen was anderes. Ja, ich kann hier aufnehmen, Dreieck oder? Nee, es geht von alleine. Ja, runter oder so. Achso, ja, Schlüssel. Ganz vergessen. Genau, ich kann. Ah ja, ich muss hier halten. Das ist nämlich das Schwierige an der Magierin. Dieses Aufladen dauert halt ein bisschen. Und da bin ich verwundbar. Ja, ja. Ausrüstung. Habe ich noch nie gesehen. I played video games before. Ja, schon ein bisschen Tutorial-lastig ist es zu Beginn. Ja, aber das ist, glaube ich, nach der Mission auch so ziemlich durch. Also geht das schon klar. Da will ich mal nicht meckern. Guck, das ist so ein... Das ist so einer. Da wackelt seine Roland, Gedanz. Der Barbar. Mit der lachenden Gürtelschnalle. Das ist nice. Soll das dann anzeigen, dass er die da drüben besiegt hat? Oder haben die gerade... Sie schlafen alle. Ja. Also haben gerade Armdrücken gemacht, ne? Zwinker, zwinker. Ja. Holy shit. He tells you to bring back their bones if they are found dead. Mhm. Ja, das ist auch so eine Sache. Enemies! Oh nein, dieses Kunstwerk. Zack! Wir sehen hier auch bei mir im Hintergrund so Runen. Die schaltet man später frei, wo man ein bisschen Magie wirken kann. Mal auf hier. So. Ein Säckel.
so, ja, dann kann man später, also der kann dann Ersatzwege aufmachen. Ja, also diese Sachen. Und in der Umgebung sind auch random noch Sachen versteckt, deswegen muss man hier auch immer mal überall mal rumfingern. Das, dafür ist die, das in der Vita funktioniert das ganz gut, finde ich das. Oh, ich kann auch diese Homing Missiles. Hm, hat er aufgemacht. Wo ist denn. Mama, Mama, auf hier. Der braucht halt seine Zeit. Ich habe vor kurzem einen schönen Manga gelesen. Der heißt Delition in the Dungeon. Das ist so eine ähnliche Konstellation. Mhm. Deswegen erinnert mich das gerade daran. Da geht's. Der Clou ist, es ist, die gehen in Dungeon, um die Schwester von dem Ritter zu retten, der von einem Drachen gefressen wurde. Mhm. Der Clou ist, sie treffen relativ bald auf einen Zwerg, der halt die Monster in dem Dungeon kocht. Mhm. Und es hat einen sehr hohen Fokus auf, wie sie diese Monster zubereiten. Oh, das ist nicht gut. Das ist tatsächlich also sehr gut, selbst für Leute. Also es ist ein Kochmanga eigentlich. Mehr oder weniger, aber es ist sehr unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen. Selbst für Leute, die vielleicht nicht so im Thema Kochen drin sind, wie ich. Jetzt haben wir beide jeweils Messer genommen. Ja, hier am Boden aufpassen. Achso, ja, die. Man sieht. Guckt euch den Hintergrund an. Ist das nicht fantastisch? Kann ich die auch werfen? Ja. Okay, wenn ich nach vorne. Block. Bleibe mal. Ich lade mich mal. Nein, lass. Euch ist egal. Achso, Aufladen ist am Anfang echt noch ein bisschen nervig. Also das geht dann später ein bisschen schneller, wenn man das gelevelt hat. Ein bisschen so Special Move wie bei Beat'em'ups dann, ne? Musst du dann deine Leiste aufladen. Ja, ich muss es halt immer, wenn ich hier Kreis drücke, verbraucht es das halt. Aber das Schöne ist, später kann ich auch diese Knochen wieder erwecken, dann kämpfen die. Für uns. Ja, irgendwie müssen die natürlich das langfristig auch spielbar machen, ne? Da ja. Muss immer mehr Stuff drin sein, als nur rumlaufen und dann den Level entsprechend schaffen. Ja, also man schaltet echt, selbst nach dem ersten Durchlauf, wenn man es einmal komplett durch hat, dann schaltet man ja erst den Online-Modus frei. Also so war es auf jeden Fall in der PS3-Version. Mhm. Also die Frage im Chat gleich nochmal von wegen online oder nicht online. Also ich denke mal, da wird ja auch die ganze Funktion jetzt hier mitgenommen worden sein. Ja, also, aber man muss, glaube ich, echt erstmal den Anfang spielen. Oh nein, wieso hat die mich? Ich muss echt ein bisschen besser aufpassen hier. Das Schöne an der come on. Art, wie die Grafik hier gemacht ist, die skaliert natürlich gut nach oben. Ne? Ja. Jetzt hier schön auf dem, zwar jetzt 1080p natürlich durch die normale PS4, aber selbst auf 4K hat das auch seine Vorteile. Ne? Ja. Warte mal, kann ich nicht auch irgendwie... Ups. Ah ja, genau. Ich kann mich ja auch hier... Aber das verbraucht auch Energie. Mana. Ah! Hätte blocken sollen. Ja. Ja. Das Laufen und Schlagen auf einer Taste, das irritiert mich stark als Beat'em'up. Ja. Ja, man muss sich echt in die Steuerung ein bisschen reinfinden, merke ich auch gerade wieder. Und auch, dass das Blocken die gleiche Taste wieder ist. Also irgendwie, okay. Wenn ich gedrückt halte, aber das Steuerkreuz in der Richtung, in den Stick, dann laufe ich, aber wenn ich gedrückt halte und stehe, dann blocke ich. Jetzt habe ich natürlich... Ja, das ist das hier. Shit. Genau, halt dran kommen wir. Ja, muss ich auch mal. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über mich selber. Aber das wird schon. Gibt uns ein paar Minuten. Nein. God damn it. Ich hab doch geblockt jetzt. Ich wollte mal sehen, ob das mit dem Blocken klappt. Okay, aufladen. Ach komm. Das war auch nicht nice. Ah, so ging. Ah, es hat mich. Ah, komm, einer noch. Endlich.
Jetzt werde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, man muss sich da echt ein bisschen reinfriemeln. Also, ich war da immer ganz froh, dass es dieses Tutorial gab am Anfang. Sind die Dungeon-Parts dazwischen denn random-generated, wie die zusammengebaut sind, oder ist immer der gleiche Level-Ablauf? Nee, also das wird dann später. Also, hier ist es jetzt fest vorgegeben von der Geschichte, aber später dann kann man sagen, nach einem Level ist es random, was das nächste ist. Müssen wir mal in die Werbung, Regie, weil wir haben hier natürlich keinen Counter. Ich würde sagen, dann gehen wir kurz in die Werbung und dann machen wir noch ein paar Missionen weiter in Dragon's Crown. Bis gleich. Ich wollte noch ein bisschen. Genießt du das Intro von dem Let's Play oder die Dragon's Crown Musik? Weil die ist nicht so. Nein, das die Intro-Musik. Leute, wir spielen weiter hier im Let's Play Dragon's Crown Pro, was heute rauskommt. Das Update des PS3 und Vita, kann man schon sagen, Klassikers vom Alter her, ist ja schon wirklich ein paar Jahre her. Das ist ein Klassiker, aber... Ja, es hat ja durchaus eine Fangemeinde gefunden. Und es waren auch einige Leute traurig, jetzt irgendwann ist ja die Digitalversion nicht mehr zeitlang kauffähig gewesen, weil da die Lizenzen die irgendwie dann gewechselt haben. Jetzt könnt ihr es auch auf der PS4 genießen. Ich finde die super, die Spiele von Vanillaware. Ich mag die alle. Also gehen wir zur Hier Gilde. Zu der Escher. Denn ich möchte meinen Stab erbräsen lassen. Mhm. Reparieren, schätzen, Gegenstände schätzen ist das. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, auf Englisch gespielt. Echt? Du hast dann nicht die wunderbaren deutschen Texte im Kopf? Ich glaube tatsächlich nicht. Weil das Schätzen... Schätzen ist, ja, okay. Appraisal ist ein bisschen was anderes als Schätzen, aber ich glaube, das ist dann die adäquate deutsche Übersetzung. Willst du auch, soll ich dir auch das hier gleich... Mach. Moment, das ist auch ein Stab. Sind das beide Stäbe? Keine Axt für mich? Naja. Machen wir was aber den davon. Aber kann ich erst ab Level 3. Dann lassen wir das mal. Wir lassen das mal. Vielleicht kriege ich ja in der nächsten Runde noch etwas Besseres. Ich habe gerade wieder gemerkt, wie doch komplex dieses ganze Ausrüstungsgeschissel ist. Gildenmeister müssen wir. Oh. Alter. Okay. Okay. Beware of hips. Alter. Dabei sollte es eigentlich dein Move sein. Ja, eigentlich, ich dachte, du hast mich mit oben getroffen, aber es war von unten die Kraft. Ja. Also, noch eine Aufgabe. Genau, jetzt diese Knochen, die wir gefunden haben, sollen wir wieder beleben. Schätz mal, ja, werden wir gleich mal gucken, ob das neue Partymitglieder sind oder nicht, im Tempel von Kanaan. Das ist ja eine Sache, da habe ich nicht gelesen und hatte keine Ahnung, was ich machen musste. Ja. Aber du machst auch so einen Hip-Move. Mhm. Das war wahrscheinlich die stärkste Attacke, die du kannst. Schätze ich mal, ja. Ich habe ein hüftbasiertes Moveset. Ich finde auch, Ergo, der hat einfach so ein ganzes Regal. Ja, warum nicht, ne? Also der hat ja auch ein Kreuz wie ein Scheunendrescher. Kann man sowas dann tragen? Das ist eine Tür als Anhänger. Die man auch auf und zu machen kann. Also, wiederbeleben. Gary haben wir gefunden, die Knochen von Gary. Guck mal, der hat auch schon gute Items und alles. Ist da Level, nehmen wir doch mal mit. Level 3 Charakter, kostet zum Glück nichts. Also im Moment dann wahrscheinlich um einiges, ne? Ja, man kann ja auch Knochen vergraben lassen und dann bekommst du, glaube ich, die Items oder die Gegenstände, die die hätten. Mhm. Zur Eigenbenutzung. So ein bisschen. Ich würde dich ja gern wieder ins Leben zurückholen, aber deine Level 4 Axt, die gefällt mir sehr gut. Ja, das ist ein bisschen arschig tatsächlich. Oh, ein Doggo. Die warten im Gasthaus auf uns. Und, sogar ganz strange. Also, wenn wir unsere Party auffüllen wollen, geht es verloren, sobald das Gebiet verloren ist. Man muss die finden und wiederbeleben dadurch. Ja, machen genau. Also es gibt nicht random Leute, die ins Gasthaus kommen und dann... Nee, das nicht, aber später, wenn man dann, glaube ich, den Online-Ding freigeschaltet hat, dann kannst du, wenn du in einem Level bist, kommen random andere Charaktere von anderen Spielern, so wie ich das verstehe, dazu. Mhm. Das kann passieren. Aber dann als NPCs sozusagen. Auch als NPCs dann, ja. Also der Johnny läuft mit uns mit, aber der kämpft dann autark von alleine gleich. Genau. Und so ein Magier ist natürlich immer. Gut, holen wir uns eine neue Mission.
Ja. Wir werden gleich gucken, Leute, je nachdem, das war noch die Frage im Chat. Oh, wir haben Trophäe erhalten, das ist eigentlich alles, was man braucht. Für die Gildenmitglieder. Wir spielen das natürlich noch erstmal weiter. Wir haben heute 2 Stunden. Vielleicht ist dann noch ein bisschen Zeit für Little Witch Academia, je nachdem. Je nachdem, wie ihr am Wollen seid. Ja, genau. Weil wir können das natürlich auch für 2 Stunden spielen. Dann müssen wir, ich habe damit kein Problem. Ich suche immer händeringend jemanden, der mit mir das spielt. Ich freue mich immer, wenn ich mal ein Opfer gefunden habe, dass man eine Stunde spielen kann. Endlich on air können wir das machen. Also, Gerüchten der Krone des Drachen beschäftigt sind. Also, wir brauchen jetzt neue Mitglieder für die Abenteurergilde, weil alle weg sind. Weil sie alle verheizt wurden. Alle sind leider zu Moos geworden. Holt mal bitte neue Leute dazu. Von nur Knochen. Ja, jetzt labern wir nicht. Fähigkeiten können wir jetzt erlernen. Okay, Hammer. Und Quest auswählen. Das sind dann die hauptsächlich die Sidequests. Fähigkeiten erlernen. Also, dann muss ich Tarotkarten auswählen. Ja, und da gibt es eben, links ist für deine Klasse und Common, das hat im Grunde klassenübergreifend Sachen. Also das hat, musst du zwar dennoch für jeden einzelnen Charakter, den du erstellst, neu leveln. Ich muss dann diese Fähigkeitspunkte haben und den entsprechenden Level, um was zu machen. Ich kauf mal den hier, den brutalen Trieb. Und könnte ich noch was? Einen kannst du noch. Ein Berserker oder Adrenalin. Adrenalin hört sich eigentlich ganz gut an. Deine Stärke erhöht sich, wenn die GP, die Gesundheitspunkte, wahrscheinlich sich verringern. Okay. Und eine Quest. Die Wespenbussarde. Oh nein, ich möchte sie auf jeden Fall retten. Und da bekommt man dann auch immer noch ein bisschen Erfahrung und man schaltet Concept Art frei. Mhm. Spezielle Concept Art. Antike Tempelruinen. Okay, ja, eigentlich, das ist meistens so. Möchtest du es lesen? Ja, nein, vielleicht. Ach, ja, in der Regel nimmt man die Sachen ja nebenher mit. Ich akzeptiere alles gleichzeitig. Man kann wahrscheinlich immer nur einen Quest zur Zeit nehmen. Man kann irgendwie 7 oder so gleichzeitig haben. So, zum Schluss gehen. Ich werde jetzt aber auch noch kurz aufleben. Das finde ich leider so ein bisschen unglücklich, dass man das nacheinander machen muss. Da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, sehe ich irgendwann mal so aus, wollen wir mal nicht hoffen, ne? Fähigkeit Maximum, halte jeden, den du besiegst. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Schuss, was haben wir da? Gegner Eis ein. Gewitterwolke. Die finde ich ja ganz cool. So, hätten wir das auch gebraten. Ja. Nehmen wir das auch mal an. Zack, fertig. Das finde ich halt so ein bisschen blöd. Vor allem, wenn du dann irgendwann mal zu viert bist, spielen solltest, so an einer Konsole. Die Idee wohl, die meisten Leute werden dann irgendwie online sich zusammenfinden. Ja. Separat für dich selber. Der sieht aber auch so ein bisschen aus, als ob er von dem Van Gogh-Gemälde runtergesprungen ist, oder? Ja. Mit seiner pinken Nase. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, Ministerpräsident Gustav, du musst weitermachen, weil du reingegangen bist. Ich vergaß. Frage im Chat gerade, Gregor, warum spielst du keinen Yakuza 6 auf dem Sender? Ich habe ja einiges halt von Yakuza 6 schon gezeigt bei Reboot. Und ich habe schon durchgespielt. Nochmal durchspielen. Klar. Muss man mal gucken, ne? Töten. Ach nee. Noch nicht. Noch nicht. Die kann man gut gebrauchen. Hier, das mit dem Slide, da bin ich noch nicht so ganz. Naja, nach unten und. Wahrscheinlich, ja. Ja. Genau sowas haust mir meine Wurzel hier weg. Ja, guck mal, ein paar Leute haben noch Ahnung von den Vanillaware-Outputs. Princess Crown wurden noch genannt. Das hast du ja in der PSP-Fassung? Ja. No? Einer der wenigen, mittlerweile wenigen Titel von Vanillaware, die nicht lokalisiert wurden. Ja, leider. Und PSP, leider noch rausgekommen. Das und dieses andere Spiel. Was ist jetzt? Es gibt jetzt Grand Kingdom. Grand Kingdom ist ganz cool, ja. Das was ja, was ähnlich ist. Ja, also Grand Kingdom. Von der Idee und von dem Gameplay. Ja, nein, also ich würde schon erzählen. Naja, du hast es auch ist ja, es ist ja ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ne? Ja. Mit diesem Raster die aber Grafik halt. Ist ähnlich, aber es sind dann so, als ob du Spuren in der Autobahn hast und dann denkst du die Charaktere hoch. Ja. Und die Level Grand dazwischen. Grand Knight History, was ich meine von Vanillaware, spielt sich ach, aber Grand genau. Grand Knight History, okay. Das ja, Entschuldigung. Was war das andere, was ich meinte? Irgendwas auch mit Grand? Grand Kingdom. Das Grand ist, Kingdom und Grand... Okay, ja, Grand Knight History. Es hört sich halt auch
fast gleich an. Ist aber, glaube ich, nicht beides von Vanillaware. Ist es nicht? Also, nee, Grand Knights Historia, weiß ich noch, das war ein Ding, was lange übersetzt werden sollte und dann doch nicht rausgekommen ist, weil keiner die PSP mehr hat. Aber es gibt mittlerweile eine recht gute Übersetzung für PSP. Da müsste ich mir das nochmal angucken. Also, okay. Unser Zauberman. Der mit? Kann so ziemlich das gleiche wie ich. Mhm. Aber wer will schon so einen grauhaarigen Mettler, wenn er so eine flotte Ische haben kann? Hipster und Lie, so wie sie das hört. Ja. Okay, ich kann mich wenigstens bewegen jetzt. Habe ich das Gefühl. Oder ich habe es vorher nicht gerafft. Weiß es nicht. Skorpione, oh nein, vergiften. Das stimmt. Bin ich vergiftet? Ja, ich bin vergiftet. Gucken, wie tödlich das Gift hier ist. Wir haben manche Spiele, wo dein Gift bedeutet, es geht nie zu Ende, bis du tot bist. Doch, doch, das geht, glaube ich, ja auch. Okay, jetzt hat es schon aufgehört. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Ich meine, ich habe auch irgendwie nicht so einen Move, dass ich... Oder muss ich den erst freischalten? Ich weiß, sie kann irgendwann schweben auf ihrem Stab, so ein bisschen. Was ganz gut ist. Ich habe eine Bombe genommen. Nein, nicht Tommit der Bandit. Tommit. Deine Eltern mochten dich nicht. Was hat denn der für eine Visage? Das ist auch so ein bisschen... Nase ist ungefähr 50 mal kleiner als der kleine Finger. Ja. Der Stieb, der durch Diebstahl stiebitzt. Nicht durch andere Sachen, sondern durch Diebstahl tut er stiebitzen. Das spart natürlich auch ein bisschen Animationsphase, wenn du die Cutscenes dann so machst. Du hast ja den Narrator, der alles zusammenfügt. Ja. Nur das Voice Acting kostet dann ein bisschen mehr. Ja. Ich mag aber diese Narration ganz gerne. Ja, es ist schon ein ganz gutes Stilmittel dafür. Ich mag halt, wie der Sprecher spricht. Das kommt ganz gut. Also man muss warten, bis sie an die Oberfläche kommen, die Fische. Ja, die springen dann. Also dieser Slide-Move, der geht mir gerade ein bisschen auf die Mülle. Ist das gerade zu Steak geworden? Oder zu Filet? Ja, nee, das ist ein halber Fisch. Das geht schon. Meine Bombe hat im Wasser nichts gebracht, erwartungsgemäß. Verdammter Realismus. Ah, okay, so kann ich das canceln ohne den Hip-Movement. So, hier könnten wir doch auch reingehen, oder nicht? Wenn der Kollege sich hier mal, ne? Am Beeilen ist. All das hier für Treasure Rank E? Schäme er sich. Dann, oh, der hat ein Level abbekommen. Das geht. Schon darauf mein Haupt, dass ich das nicht wusste. Wenn man übrigens den Stick beim Gehen loslässt, während man rennt, dann stoppt man normal. Das hat echt viele so kleine Feinheiten, die man herausfinden muss. Merke ich immer wieder aufs Neue. Vorübergehende Waffen. Ja, das Rück kennen wir doch schon. Verbündeten. Achso, ja, der kann. Okay. Dann lässt er sein Ding fallen. Da kann ich die Armbrust nehmen. Genau, mit dem Essen kann man sich zum einen natürlich heilen und man kann noch drüber hinaus, wenn man schon voll ist. Ja, das bringt natürlich nichts. Noch mehr heilen. Okay. Angeber. So, komm mal her. Ich merke gerade, die Nase hat, glaube ich, meinen Stab gar nicht ausgerüstet. Hast du den gar nicht? Ja, dann mach mal. Oder kannst du das nicht im Dungeon machen? Ich kann das gar nicht hier machen. Wenn du auf Start drückst, kommt an. Ja, ja, okay. Ich hätte ihn mir hier reinlegen können in meinen Beutel. Dann hätte ich das machen gut, können. Ja, gut, es ist auch halbwegs logisch. Du machst ja einen Loadout, bevor du in den Dungeon gehst. Sonst wäre das alles dieses ganze System. Oh, also, schau sie dir an. So viele Taschen hat sie nicht da übrig. Packt ihr alles vorne rein. Ach so, ist das so wie... Da ist alles Wichtige, da ist das Mana ist drin. Ist quasi wie so ein Dimensionstor, ja? Da passt alles rein einfach. Ja. Direkt in der Mitte. Kann sie den Bausparvertrag rausholen. Die Akten. Schon ein bisschen Käse mampfen. So, haben wir's bald. Ich traue
diese mein Wurm Körper nicht. Aus Stahl ist hin, hat er gesagt. Oh, der Arme. Eine Brezel und Käse. Also den haben wir geholt. Mein stahlharter Körper ist hin. Hoi, hoi, hoi. Ein Wibbern. Come on. Oi, oi, oi. Oh. Ach, der holt ja noch. Der holt noch seine Kollegen über. Alter, warum? Warum kommen da so viele? Tendiert er das denn, also wenn du es auf der wieder gespielt hast, gab es da Ruckeleien häufiger mal? Weil es geht ja schon einigermaßen klar. Ich würde jetzt mal nicht, ja tot. Nicht behaupten. Nee, ich bin doch nicht tot. Ja, man hat ja da. Continuous. Das ist die Zahl links neben unserer Ach so, okay. Ding. Und wenn man alle Continuous verbraucht hat, dann ist es echt so ein bisschen wie in der Arcade, dass man Gold bezahlen muss. Du meinst durch DLC? Nee. Nein, man muss Ingame-Sachen verdienen. Ja, ne? Ja, in der, das Gold, was du halt dir ansammelst, da musst du halt wiederbeleben. Du bist, nee, ach, du warst auch. Ich war gerade. So. Okay, da haben wir ihn. Mit dem Gold, was du hier halt verdienst, kannst du das dann halt dir ein Continue dazu kaufen. Du hast sogar ein B bekommen. Ja, so nice. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist es tatsächlich durch Punkte, wie schnell wir sind, wie wir die Gegner killen. Mach deine Kombos, lauf vernünftig, irgendwie so ein Scheiß. Ja. Da steige ich nie so richtig durch. Also Hurzel ist aufgestiegen. Ah, auf beinahe. Fast auf Level 4. Das ist Bonuspunktzahl. Das haben die bewusst gemacht, dass man da, oh, dann mache ich noch ein Level, wenn ich so wenig nur noch habe bis zum 4. Ja. Das royale Zepter. Okay, so, ja. Jetzt hast du auch mal was bekommen, ist doch schön. Da, ich kann nicht mal eine Axt mir holen, also, die kann ich eigentlich gleich schon appraisen lassen. Ja. Ja, du bist ja Level 3, auch immer aufs Level gucken. Ja, das ist alles, das kann ich mir nicht leisten. Leisten können wir uns so alles. Also, wenn ich das jetzt hole, du kannst es separat nachher nochmal aus dem Lager irgendwie da rausholen. Ja, du kannst jetzt alles mitnehmen, aber ich mache das immer so, ich nehme das, was ich mir jetzt schon appraised habe, ist glaube ich auf... Wenn du drauf gehst. Wenn ich drauf gehe, kann ich es equippen. Auf Viereck ist auch gleich erhalten, dann nimmst du es gleich mit und dann gehe ich meistens auf Verkaufen beenden. Dann wird der Rest. Dann wird der Rest verkauft und dann hat man es los. Alles klar. Dann weil sonst also müllt man sich sehr schnell zu. So, das erste, was ich jetzt mache, ist meine Ausrüstung. Endlich mal ausrüsten, das Ding. Ja. Der Leichtstab des Segens. Könnte mir natürlich da jetzt auch den anderen noch appraisen lassen. Ja, guck nicht. Mal. Was haben wir denn sonst noch? Das haben wir dabei. Ja, ich werde mal den anderen, weil der ist auch B. Der sollte prinzipiell besser sein. Ich muss die auch gleich mal equippen, aber... Aha. Schätzen. Nicht geschätzt. Den einmal schätzen. Der Holzstab des Richters auch noch. Das schätzen wir doch auch mal. What would you like? Verkaufen? Ne, verkaufen wollte ich doch verkaufen. So. Engelsring des Rauchens. So, nice. Ja, whatever. Okay. Schön die Flubbe hier. So, willst du warte jetzt mal, ich equippe mich mal kurz. Die Arbeitsstiefel anpacken. Da fände ich es natürlich schön, dass man auch tatsächlich so Rüstung dran packen könnte, die man dann auch sieht. Man sieht leider nur die Waffen, dass sie sich ändern. Gut, es wäre dann auch Design. Wäre vielleicht ein bisschen too much. Ein bisschen viel, glaube ich, dann, wenn sie eh schon so viel reingetan haben. Ja, das stimmt. Ups, bin ich wieder reingegangen. Geh mal raus. Aber ich finde es schon schön, dass man wenigstens die Waffen sieht. Wir müssen das Zepter jetzt vorbeibringen, ja? Yo! 4 bis 8 Schaden. Alright. Den Move finde ich ja ganz cool. Kostet mich aber alles Mana.
Das gute Mana. Mana, Mana. Oh nein. Wenn ich gewusst hätte, dass es dahin geht. Also, ein Vermess... Ah, oder soll, das soll wahrscheinlich ein vermessend grinsender Mann heißen. Ja. Das wird nicht vom hier Autokorrektur dann erwischt. Deshalb bleibt es so drin. Übersetzer mal. Oh, das ist altdeutsch. Nein, nein, ist schon, das haben sie mit Absicht so gemacht, auf jeden Fall. Schlecht ist die Lokalisation jetzt hier nicht, die deutsche, aber ist natürlich keine Synchro mit dabei, ne? Ja. Kann ich verschmerzen, sage ich mal. Also du musst das Zepter einen rechtmäßigen Empfänger. Bereite dich auf den Kampf mit den Waffen vor. Nö, wir hauen die platt hier. You fall into a fighting stance. As soon as you steel yourself for battle, the Prime Minister and the Princess burst in. Glück gehabt. Ja, wir können es nur dem Premierminister geben. Hey! Ich komme gerade hier direkt aus der Küche und hab da ordentlich was getrunken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt kämpfen müssen eigentlich, ja. Was wir nicht wissen, ist, dass bei ihr dieses, was so puffig aussieht, ach, das ist alles Muskeln. Das sind die Muskeln dann da drunter. Das ist nicht Rüschen. Nein. Rüschenmuskeln. Die hat Popeye-Oberarme. Das, was Popeye in den Unterarmen hat. Achso, ja, die hat's da quasi. Was deutlich realistischer wäre, auf jeden Fall. Es würde mich nicht wundern bei Kamitani. Vielleicht ist das ja auch ein Fetisch von ihm. Also, der Tomitz sollte das Zepter stehlen, nicht das Stepter zählen, damit sie nicht hier oder die richtige Erbfolge da nicht passieren kann. Zum Glück haben wir alles geschafft. Eine Fee. Ich töte dich. Ach, gar nicht. Also, wohin nimmst du mich? Wo bringst du mich hin, Fee? Bring mich. Komm, wir sind schneller als du. Dahin? Dahin. Hier hoch? Alter Turm, an dem wir schon 15 Mal vorbeigegangen sind. Und jetzt wird er relevant nach 20 Minuten im Spiel. Hier können wir Efeu kaufen. Nein, das ist ein Labor. Hier wahrscheinlich Crafting oder sowas? Du musst. Runen. Zeugs machen wir hier später. Liu Kang! Ach nee, Liu Kang. Aber den müssen wir erst finden. Denn er ist not yet available. Er ist im Shadow Realm, kämpft gegen Raiden. The fairy uses various interpretive gestures to indicate that she wants you to find him. Sie können natürlich auch mit uns sprechen. Ja, aber sie macht Gesten und das lesen wir da raus. Alles klar. Ihr Röckchen ist ja auch knapp bemessen, sage ich mal. Das ist eine Fee. Das ist alles anders. Mein Tinkerbell war auch da. Da ist alles anatomisiert. Stimmt, Julia Roberts hat sich auch knapp angezogen. Hä? Julia? Achso, in Peter Pan mit. In Hook. Okay, ja. Den habe ich jetzt nicht so präsent. Das ist der einzige Film, der zählt. Okay. Auch schon 24 Jahre alt. Also. Das ist auch schön. Kann man aber auch überspringen, falls es nervt. Ich würde sagen, also einen Dungeon machen wir noch, danach machen wir Werbung und entscheiden uns, ob wir dann noch weiterspielen oder was anderes. Das könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben. Ja. Ups, jetzt habe ich schon wieder daneben gescrollt. Es hat schon alles für dich gemacht. Ja, mir gefällt die Animation, so dieses schöne Parallax. Das haben sie ganz gut gemacht. Das ist einer der Level, die ich nicht so cool finde. Ich mag Magier nicht. Und tote Magier, die sind doof. Fackel. 10 übrig. Schön. Denn ich. Feu. Damit man die Holzmänner anzünden kann. Ja. Oh nein, sein Arm ist abgebrannt. Ja. Ah, und da kommt unser. Ja, den braucht man noch nicht immer mitnehmen. Das finde ich irgendwie ganz nett. Die sagen sich auch, oh, ich habe nur noch einen Arm. Egal, ich kämpfe weiter. Lieber Ritter der Kokosnuss. Zack. Jetzt just the flesh wound. Jetzt hat er auch noch, ja wirklich. Ich habe noch Beine. Geht doch noch. Geht voll klar. Hast du noch die Fackel gut? Ja. Oh, da wäre noch eine Kiste gewesen. Ja, da kommen wir gleich nochmal hin. Ich weiß, dass wir hier in eine Falle geraten tun. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Das sieht da viel zu verlockend aus.
It's goo! Oh nein! Magic Gunk. Es wird schleimig. Der ist aber auch schön animiert. Und dank der Fackel machen wir da besonders viel Schaden. Ich wusste doch, dass Fackeln der natürliche Feind von Schleim sind. Ja. Aber sehr schön. Den Schlüssel nehmen wir natürlich mit. Habe ich den jetzt mitgenommen? Nein. Aber wie wir alle unfähig sind, diesen einen Schlüssel. Ja, aber die Fackel musst du liegen lassen. Ja, ja. Kann ich den schon benutzen? Ja. Anklicken oder? Wahrscheinlich schlagen damit. Ah, okay. Gut, ja. So, jetzt gehen wir hier wieder über die. Gehen wir wieder, also einmal komm, drauf. Unendlich wieder. Und ohne Fackel ist das echt schwierig. Also aber die Fackel ist nicht gut daran, Holzkisten kaputt zu machen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das sind imprägnierte Kisten. Die Leute wissen doch, dass sie dann die Dinger fackelsicher machen. Oh shit. Oh nice. Komm. Ein Sattel? Ne, jetzt habe ich eine Kanone. Flammenwerfer. Wow, ja. Aber. Ein spuckender Flammenwerfer hier. Spuck, spuck, spuck. Spuck, spuck. Ah, nee, jetzt. Hatte nicht viel drin, der Flammenwerfer. So, ist hier was? Noch was? Ja, mal die Umgebung. Geheimgänge? Ja, das weniger, aber versteckte Schätze in der Wand drin. Oh, den kenne ich noch. Das war der Lemmy Wings, ne, aus South Park. Mhm. Direkt in den Arsch-Dungeon geschafft. Oh nein! Aber hat eine hübsche Mütze auf. Mit einer Sichel oben drauf. Das war mal das untere vom Eis. Ja. Da hat er noch ein bisschen Schokofüllung drin im Mund. Ja. Nicht das Schlechteste, kannst du immer mal. Ja, Schoko mit Ratte ist nice. Also, Zauberlehrling Ricky. Alles klar. Wer kennt ihn nicht? Was? Achso, ja, mach mal auf. Unser neuer Freund. Unser Freund, das Skelett. Muss meine Energie heilen bei dir? Ja. Achso, genau, das geht nämlich auch. Wir haben auch so ein Quick-Menü. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Sehr viele Möglichkeiten, Items zu benutzen. Man hat eben via Steuerkreuz links, rechts und dann unten benutzen. Oder eben L1 gedrückt halten, da kann man sich das in Quick-Buttons legen, verschiedene Sachen. Na gut, ist hilfreich bei der Masse an Items, die du dann irgendwann später hast. Ja, also man kann da echt ordentlich was ausrüsten. Piu, piu! Also, es hat doch eine Lernkurve, das Spiel. Auch so easy es eigentlich ist, auf dem Papier, man muss doch so Moves. Je nachdem, ist man in der Luft, ist man am Boden, sprintet man gerade, hat man immer ein anderes Moveset. Na, je nachdem, welchen Charakter. Oh, dieses Rätsel. Du dich spezialisierst. Schätz mal, wenn man es falsch macht, kommen dann wieder eine Horde Gegner, die man nochmal besiegt. Ne? Das nicht, glaube ich. Oder stirbt man einfach? Nee, es ist ein relativ humanes Rätsel. Sagen wir mal so. Da muss man nochmal sagen, also das Problem habe ich zum Glück nicht, aber was ist mit unseren farbenblinden Gamern? Ne? Ja, alles, dann kriegst du halt die Kiste nicht. So, ich weiß noch die Farben des Regenbogens. Also. Das war das. Muss man die anklicken oder drüber laufen? Man muss drüber laufen. Okay, dann mach mal. Was rot, gelb, blau, lila. Okay. Das hast du, lagst du, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Du hast es noch nie gespielt. Immer S-Ranking. Ja gut, ja, das war auch ein bisschen cleverer. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, woher ich das weiß. Treasure. Ja. Ist auch hier was drin? Globuli. Ist Globuli nicht die Mehrzahl? Oder nur die Globi? Globuli ist noch was anderes. Das ist nicht Globen. Ben sitzt drüben. Alter. Ben sitzt nicht drüben, der hat Urlaub. Es sind Pilze, aber die sehen sehr unanständig aus. Also, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Pilze? Nee, deine Interpretierung dieser Pilze. Wir können das hier sieht alles unanständig aus. Achso, warte mal, wir haben doch hier die Fackel. Nicht lange faggeln, abfaggeln. Weggefaggelt, okay, dann kann er die Tür mal aufmachen. Harald Glöblöbeli. So.
Ja, dann machen wir noch den Raum fertig. Ja, und dann kriegen wir halt den Zeitbonus nicht, aber wer braucht den schon? So. Ach hier, Kollege Schmalspur. Da steht noch einer. Der klaut uns hier einfach unseren Loot, unseren hart verdienten. Das so, geht so weg, nicht. Weg. So. Mach dich nackig. Was? Der hat doch schon keine Kleidung an, der Pilz. Achso, mir geht's hier um den Dieb. Da war ein Dieb? Ja, hier, der jetzt auf dem Boden liegt und wegblinkt. Der wollte uns unseren Loot streitig machen. War das unser Dieb? Nein, das war der böse Dieb von dem Level davor. Gut, Leute, dann wir machen jetzt nochmal kurz Pause, gehen einmal in die Werbung, wenn wir zurückkommen. Wir machen den Dungeon zu Ende und dann, je nachdem wie euer Feedback ist, gucken wir, was wir gleich weitermachen. Votet jetzt. In Kürze. Da sind wir wieder zurück, Leute. Dragon's Crown Pro auf der PS4. Haben gerade den bösen Dieb entdiebt. Ja, sagen wir einfach, ja. Und wir machen den Dungeon hier noch zu Ende. Und dann überlegen wir uns, ob wir dann das spielen oder was anderes. Bisher, also ich merke jetzt auch, ich habe es nicht so lange gespielt wie du natürlich, aber ich merke jetzt nicht so die großen Unterschiede zur PS3-Version. Nee, das ist hauptsächlich gespielt habe. Dasselbe. Bis auf hübschere Optik. Und etwas, der also Sound besser eben, skaliert. Ne? Also der orchestrale Sound. Ja. Also ich glaube, wer es auf der PS3 hat, der braucht sich das nicht nochmal zulegen. Es wäre interessant zu wissen natürlich für die Online-Komponente, ob Crossplay zwischen PS3 und PS4 geht. Ich glaube tatsächlich ja. Ich meine gelesen zu haben, dass das geht. Das würde natürlich dann erklären, warum man nicht dann zu viel neu gemacht hat, ne? Damit man sowas sicher hält. Dann hast du aber wahrscheinlich auch, du fängst gerade an, statt nur mit PS4-Neulingen, sondern vor allem mal alle mit ihren Level 400 Charakteren da unterwegs. Die paar Fans, die es hat. Ja, das sind halt so typische Liebhaberspiele, glaube ich. Alter, da geht's ab hier. Oh, es ist auseinandergefallen. Das ist halt so ein typisches, als wäre es ein Arcade-Spiel. Ups, jetzt hat es mich weggewurzelt. Mach nicht, ich stehe gleich wieder auf. Oh, was macht jenes Geräusch? Ja, ich weiß es nicht. Sind das die komischen Würmer? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Ist ja nicht so die Auswahl. Treasure Rank, E wie Exzellenz. That's not right. Kriegt immer das beste Ranking, es fängt mit dem anderen Buchstaben immer an. A wie... Du modellierst dir dein eigenes Ranking-System. B wie bestes Ranking. C wie cooler geht's nicht. D? D wie Dora. Das ist logisch. Schön, dass dir auch nichts eingefallen ist. D wie... das ist doch mal das größte Ranking, was geht. Achso. Und das ist eine Brezel. Ich dachte, D wie die Hupen. D wie die Hupen. H ist wie die Hupen. Unheilkäfer. Uiuiui, der sieht auch sehr unheilig aus. Das ist eine Band. Ja, aber meine ich ja, der sieht aus wie der Sänger von der Band. Wo ist meine Axt? Da ist sie. Kitzelblitze. Okay. Und weggeblinkt. Uiuiui. Ui, ui. Nein, ich mich doch. Alter, sind jetzt zwei jetzt davon. Was ist denn das mit dieser Vermehrung hier? So. Einmal nicht hingeguckt, schon vermehrt. Aber echt, Herr. Das ist super ausgewichen, ja. Hast du gut gemacht. Ach so, hier genau. Die müssen wir natürlich zerstören, weil da kommen immer wieder neue Käfer raus. Das zählt natürlich, egal welchem Käfer wir hier Schaden zufügen. Zum Gesamtschaden dazu? Ja. Da unten. Aber je mehr Klingen auf dich gerichtet sind, desto schwieriger
einmal den Nachwuchs hier weggedödelt. Gleich haben wir den. Wo ist meine Axt weg? Die ist weg, ne? Wo ist meine Axt? Ja, den haben wir schon mal weg. Ja, wo ist sie denn? Da hinten liegt sie. Da hinten ist sie. Ja, das war nix, Kollege. Ach. So. Gleich haben wir dich. Oh Gott. Ja, easy. Was? Ach, come on. Die fiktive Blocken muss man, glaube ich, wirklich mal üben. Ja, bei mir ist es eher das Ausweichen. Ich kann gar nicht blocken. Gleich haben wir dich. Yes! Mich hat er auch nochmal. Eieiei. You found some bones that seem to belong to Lucane in the depths of the labyrinth. Haben wir die Knochen gefunden. Achso, ja. Unser Zeitbonus wäre besser, wir sind ja noch in die Werbung gegangen dazwischen. Das ist nicht unsere Schuld, dass die Zeit so hoch gegangen ist. Da ist die Werbung dran schuld, so wie immer. Wir haben alles richtig gemacht. Und da sitzt er wieder und sagt, ja, wir haben es Level... Boah, bist du Level 6 sogar geschafft. 6,5. Oder nee, 4, 5. 5,5. Wir waren ja bei 3 und nicht bei 4 vorhin. Yo. Ausgerechnet. Also für Trophäen, Freunde, diese dir merke ich schon. No effort whatsoever. Die Knochen, also dann kann Was haben wir denn S bekommen? Das kannst du dir schätzen lassen. Ein Leichtstab. Chrom-Amulett von Dauer. Das ist natürlich noch ein bisschen hoch vom Level her. Ein extra. Ja, wahrscheinlich das. Ah, hier, was war denn das? Das ist das S. Halbschuhe des Segens. Also die Namen, ne? Boah. Wir haben hier einfach 20 Vokabeln da, 20 da und die mischen wir durch. Und der Rest wird sowieso in unseren Fundus gepackt, ne? Je nachdem, ob du sie mitnimmst oder verkaufst, gedrückt hast. Muss man hier, stimmt, ja, die Sachen, die ich verkauft habe, haben wir natürlich nicht hier. Muss man hier nochmal separat saven oder macht er das? Ich glaube, er macht es automatisch, aber wir können, müssen, glaube ich, hier rein. Achso, jetzt, oh nee, da war ich im falschen Tempel drin. Aber wir können hier auch mal saven, dann müssen wir ins Inn. Und dann heißt das, so, das musst du machen, Abenteuerbericht. Abenteuerbericht, das ist... Gut versteckt, denn hier, aber er hat automatisch gesaved. Also saved wahrscheinlich immer nach jedem Level. Machen wir dann einmal so richtig. So. Und, Jan, hast du Bock, mal Little Witch Academia zu spielen? Natürlich. Das haben wir immer. Also ich finde es bisher, es wirkt wie das alte. Ich mag's. Ja, ne? Ich weiß, dass es viele nicht mögen. Ich mag's. Ich finde das super. Ich liebe das Design und die Optik. Man muss Bock haben, unabhängig von der Design, der Optik. Es ist kein klassisches Beat'em-up eben, sondern es hat sein Rollenspielfundament. Es ist Loot-basiert. Ne? Es hat Level, Sachen, die du auch waffen musst. Nur draufhauen, das bringt nicht so viel. Ja, man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen wollen. Ich gebe dir das mal rüber, Jan. Weil ich hatte das gespielt. Und dann hat es keinen Save gemacht, weil ich nicht wusste, wie man abspeichert. Und mein Save ist weg. Okay. Aber Chamber of Time. Mal ein bisschen angucken. Ich glaube, wir haben es ja eh hier nicht nochmal geplant, dass wir es nochmal zeigen. Stimmt. Aber es ist nicht. Ich kenne euch parallel noch. Rausgekommen. Sag mal, Little Witch Academia war ein Fan-Anime, der dann irgendwie so erfolgreich war, dass der jetzt offiziell gemacht wurde. Wie war die Geschichte da? Also das ist ja von Studio Trigger, die auch Gurren Lagann gemacht haben. Mhm. Jetzt hier das neue Darling in the Franxx. Was fantastisch ist. Mhm. Jeder, der auf super weirde Animes steht, gerne mal angucken. Und die haben, My Little Witch Academia, gibt es zwei Filme davon. Mhm. Und diese Filme haben sie benutzt, um neue Animatoren einzulernen. Das war sozusagen, die kamen von Gainax. Gainax kam rüber. Und damit die halt da in Flow kommen und das lernen. Und ich meine, danach erst kam die Serie, die man auch auf Netflix gucken kann. So viel dazu. Kann ich nur empfehlen. Ist ganz nett. Leichte Unterhaltung.
Also von dem, was ich vom Spiel bisher erlebt habe, ich habe nur oberflächlich von der Serie was gehört, dass sie sehr beliebt gewesen ist, aber bin ich dazu gekommen, bisher da reinzuschauen. Für mich kam es so vor wie Hogwarts mit Kulleraugen, irgendwie so. Ja, also es ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig natürlich. Ah ja, japanische Synchro durchgehend. Textsprache, glaube ich, kannst du wählen, je nachdem, was du ausgesucht hast. Es ist enorm textlastig zu das Beginn. Das denke ich mir. Ich glaube, wir sind alle damit d'accord, dass wir das einfach uns schenken. Genau, ja, also wenn wir das jetzt komplett durchlaufen lassen. Dann sitzen wir morgen noch da, ich kenne euch doch. Grundidee von der Story her war, für die erste Stunde, die ich gezockt habe, wo mein Save nicht gesaved hat, sodass wir das jetzt nicht überspringen können, bis man zum Gameplay dann kommt. Es sind anscheinend, die Sommerferien stehen wohl an, oder zumindest die Sommerzeit an Hogwarts. In der Zaubererschule und man spielt eine Schülerin, von da wahrscheinlich eine der Hauptakteurinnen der Serie. Man trifft aus lauter Charaktere, die wohl in der Serie auch bei gewesen sind. Man kann sich so Vignetten gleich anschauen, wo so Standbilder aus dem Anime gezeigt werden. Das war übrigens hier meine beste Freundin, die alle umbringen will. Irgendwie so ein Schwachsinn. So, dass man die erstmal alle kennenlernen kann. Ja. Und man selbst ist da. Das linke Mädel da. Die als einzige nicht von einer Zaubererfamilie stammt. Daher sind Harry Potter! Ihre Magiefähigkeiten eher schlecht. Und wer den Anime guckt, erfährt sogar noch ein bisschen mehr. Es ist irgendwie so, jeder hat so ein gewisses Potenzial in sich und das ist mal höher, mal weniger. Sie wird die Welt retten am Ende, weil sie ist genau das, was wir brauchen. Sie hat halt das gute Herz und die richtige Einstellung zu all dem, was sie halt auszeichnet und warum sie nicht komplett. Das ist das, was ich meinte, dich an Erlebnisse in Villanova erinnern. Wollen wir nicht? Du kannst es einmal machen, würde ich sagen, weil ich dachte, da zeigen sie jetzt aus der Serie, aber es sind so Screenshots aus der Serie. Es sind Screenshots aus der Serie direkt. Genau, dann wird nochmal vertont, hey, wer sind die Figuren überhaupt alle? Damit man up to speed kommt, das Spiel wahrscheinlich storymäßig irgendwie vielleicht zwischen Staffeln oder nach irgendwelchen Staffeln, wo die Charaktere schon etabliert sind. Das kann sein. Genau, hier sieht man jetzt, das ist ihre große Heldin, die wir gerade gesehen haben. Da sieht man sie als Kind. Und die war eben in so einer Feier, wo die ihre Show abgezogen hat. Und seitdem wollte sie immer eine Hexe werden, wie ihr Vorbild. Und findet diesen Stab von eben der Hexe, die sie als Vorbild hat. Der Stab der Wahrheit. Der Chat sagt es richtig, Hermine ist sie und nicht Harry Potter, natürlich. Die ist ja von Muggeln. Klar. Ist doch vollkommen logisch. Genau. Also ich versuche einfach die Serie nicht zu spoilern. Die hat nämlich ein paar Kniffe und Wendungen, die doch ganz gut. Ja, die anderen Sachen kannst du, glaube ich, dann skippen hier gleich. Spielerisch werden wir, falls wir so weit kommen. Falls wir tatsächlich so weit kommen, ja, du musst am Anfang so ein paar kleine Quests sozusagen machen. Du kannst dich in die. Geh dahin, hol das, rede mit dem. Ja, einfach um dann, glaube ich, die Story in Gang zu bringen. Es ist nicht unähnlich Dragon's Crown von dem, was ich gespielt habe. Okay. Ich schätze, also du wirst in den Dungeon unter die Schule geführt und da musst du gegen Magiemonster kämpfen. Ne? Beim Aufräumen machst du ein magisches Tor auf und das wirkte so beim ersten Anprobieren tatsächlich wie so ein Beat'em-up mit Gegnern, mit so ein bisschen Skillung und allem drum und dran. Ich glaube aber nicht, dass der gleiche Aufwand da drin steht. Ich schätze, da ist viel zufallsgeneriert drin. Okay, ja. Man hat sich gespart, zumindest richtige Cutscenes daraus zu nehmen. Wahrscheinlich, weil die das dann beim Stream, sonst würde YouTube alles claimen, weil das dann einmal gezeigt wird. Entweder das oder sie überspringen hier sehr viel. Das sind ja jetzt wirklich die ersten drei, vier Folgen, die wir hier in Schnellzusammenschnitt sehen. Ich glaube, wenn man da Animationen reinmachen will, dadurch, dass es doch sehr kompakt ist, müsste man es neu zeichnen. Können wir eigentlich alle Anime so zeigen? Ist das der komplette Anime? Wahrscheinlich, das ist alles, was passiert. Okay, das ist wirklich. Bevor das Spiel losgeht. Du kannst es ja, drück mal auf Start zum Skippen. Achso, okay. Ja, geht das? Ja. Ja, okay, es war eine Taste. Eine wir werden es nie erfahren, ich nehme, was war eins. So. Also in den Sommerferien, Dialoge mit den Charakteren sind alle in dieser Cell-Shading-Seitenansicht, aber du kannst auch gleich rumlaufen und entsprechend so Dialoge starten oder nicht starten. Ja, die Cell-Shading ist so ein bisschen. Oh Mist, das ist nicht so gut wie dieses Beat'em'up. Guilty Gear. Guilty Gear, ja. Ja, man sieht so der Kniff so ein bisschen. Also es ist nicht ganz so optimiert, viele Sachen. Da blitzt mal hier der Schatten so ein bisschen. Das macht es leider so ein bisschen
Hässlich. Ja, man sieht es auch mit der Framerate, also mit dem linken Stick rumlaufen, mit der 1 kannst du gleich laufen. Okay. Ja, wenn du dann in der Nähe von jemandem bist, wo du reden kannst, dann kannst du in Gespräche eingehen. Wichtige Punkte sind dann, ach, das dass ist du gar bei denen nicht, dann ich, zuhörst. Ich laufe hier gar nicht frei rum, so wie ich das sehe. Ja, es ist meist doch, also hier, es ist hier frei in der Ecke, aber meist bist du auf 2D-Ebenen okay. beschränkt, wenn du dann durch gewisse Gänge dann durch musst. Merkt nur, es ist wie so auf einem Grid und wir haben bald keinen Saft mehr. Das ist praktisch. Aber ich schließe ein Kabel für dich an. Das wäre fantastisch. Das sollte doch nicht das Problem sein. Das wird doch alles. Guck mal, das reicht sogar. Alter. Ist das cool? Das ist fantastisch. Das ist mein inneres Glück. Kommt davon, dass ich meine Controller nicht auflade. Ich habe so eine Station mir geholt. Ja, ich glaube, die Dialoge kannst du wirklich gleich alle überspringen. Du musst oben mit der Oma da einmal reden, mit der Lehrerin. Das Laufen ist ein bisschen ungelenkt, weil sie noch so eine Art, die beim Anhalten rutscht sie nochmal. Ja, es wirkt so, als würde sie auch auf so einem Grid, weil man da nicht gut links, rechts steuern kann. Sie macht dann so 90-Grad-Turns. Okay. Ja, red nochmal. Skip das alles ruhig, ja? Ja. Weil das sind dann so Sachen in Überspringen. Du siehst auch dann die Legende an der Seite, ne? Dann kannst du auch nochmal dann mit Kreis abbrechen und so weiter und so fort. Ah ja, murmeln. Okay, innerer Monolog. Also für Leute, die Charaktere genießen wollen, vollen Zügen und sich damit Zeit lassen wollen, merke ich schon, die haben da ihren Spaß mit. Ja, was mir häufig auffällt, gerade bei solchen Sachen, die viel Voice-Acting haben, irgendwie ist die Abmischung alles in meinem Arsch. Ne? Ich habe das Gefühl, dass die, also hier habe ich das schon runtergeregelt, wenn es meine Einstellungen behalten hat. Wahrscheinlich nicht, aber ich musste ungefähr den Hintergrundsound auf 50% packen, damit man das Voice-Acting... Sie machen halt alles auf 100%. Misch es dir selber. Also es sind die Sommerferien, du sollst ins Rektorenbüro, du kannst dir die Karte angucken gleich. Und natürlich andere Charaktere, die man wahrscheinlich aus den Animes her kennt. Ja, man kennt die alle. Es gibt die alle. Mehr oder weniger oft kommen die vor. Aber ja. Ist auch ganz gerne. Ich war, auch wenn ich mir Animes eigentlich ganz gerne in der japanischen Synchro angucke, irgendwie bei Spielen, weiß ich nicht, da bevorzuge ich Englisch meist, weil es einfach so viel und die Masse ist. Ja, es ist angenehmer halt. Also, ich bin da auch nicht böse drum. Wo muss ich denn hin? Das also, kannst du auf die Tab-Taste drücken hier, auf den, oder irgendwas, irgendwo konntest du die Karte anmachen. Dreieck. Genau. Du musst einmal quasi nach links laufen. Du siehst, du bist im Flur im ersten Stock. Das Schülerinnenberatungsbüro ist quasi, wenn du einmal um den Flur herumläufst, das nach vorne zu uns hin. Also lauf erstmal nach links, bis du irgendwann zu uns nach vorne laufen kannst, wo wir vor dem Fernseher sitzen. Dann dreht sich das von alleine. Okay, das ist... Genau, und jetzt kannst du quasi dahin laufen. Ich musste aber auch recht häufig auf die Karte gucken. Framerate ist so nicht besonders stabil. Ja, die wirkt so, als würde es ein bisschen laggen alles. Zwischen 20 und 60, will ich mal sagen. Ne? Also je nachdem, alles dabei. Je nachdem, wegen was Geschmack war es. Und hier sieht man es auch ganz gut. Ich glaube, es ist auch eine bewusste Entscheidung. Es ist zwar Cell-Shading, aber die Framerate wurde künstlich eingeschränkt, damit so diesen, guck mal, der Anime ist ja auch nur, du hast ja auch nur gewisse Frames und so weiter. Ja. Ne? Das fällt natürlich nicht so sehr auf, weil das gezeichnet so ist, dass es nach einer flüssigen Bewegung aussieht. Ja. Aber ich finde, das kannst du nicht eins zu eins auf Polygonmodelle übertragen, weil da sieht es aus wie Sachen, die ruckeln. Ja. Ja, im Chat wird auch nochmal diskutiert, Guilty Gear Xrd Sign war die Guilty Gear Variante, die das wesentlich besser hinbekommen hat. Ja, oder Dragon Ball hat es hier runter. Oh, Dragon Ball hat es doch auch jetzt ganz gut hinbekommen. Dragon Ball auch, ja, aber es sind ja die Guilty Gear Leute. Achso, ja, stimmt. Haben ihre Technik dann da. Same. Mit der haben wir doch gerade gesprochen. Hätten wir das nicht gleich alles auf einmal klären können? Nein, du musst doch wissen, wo das Schülerin ist. Aber schön, sie merken schon, dass es zu viel ist und man kann es direkt überspringen. Ja, ja. Ich habe die Toilette nicht gereinigt. Ja, du wirst gefragt, weißt du, was du angestellt hast und darfst dir irgendeine humorvolle Antwort aussuchen. Ich habe vor dem Abendessen genascht. Das ist so ein es ist immer das typical Abendessen. Trade. Es ist immer das Abendessen, von dem genascht wurde. So ist gut, ja. So gefallen mir die Texte mal. Bisher, wo ich es gespielt habe, hast du keine Varianz, was du da von der Uhrzeit machen kannst. Aber alles, was du machst, hat anscheinend irgendwie so eine Bewandtnis, dass es irgendwie Zeit dann mit sich. Da weiß ich immer als nicht, ob ich sowas cool finde oder nicht. Ja, es limitiert,
limitiert die Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wenn du dann wirklich mal in den freien Modus oder sowas kommst, weil es noch storymäßig verbunden war, aber ob dann der Einschränkung ist, dass du könntest 5 Leute besuchen, hast aber nur Zeit für 2, so ein bisschen wie die Private Actions bei Tales, wie heißt er nochmal, Legend of Heroes, Trails in the Sky. Ja. Nicht Trails in the Sky, hier Trails of Cold Steel. Ich möchte mich an euch nicht erinnern. Du musst in dein Bett. Achso. Du musst Schlafi machen. Da ist mein Bett mit dem Poster. Und natürlich, schläft schon, warte mal, von 10 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Ja. Und schon mal gute 10 Stunden. Klar. Ich brauche immer meinen Schönheitsschlaf. Oh, und jetzt läuft das Intro des Spieles. Fantastisch. Ja. Blockierte Szene, können wir nicht streamen über die PS4. Pech gehabt, ne? Echt? Okay. Nein, also wenn du die Ingame-Streaming-Funktion benutzen würdest. Das? Aber das Intro zeigt nichts. Das ist nur diese Nondescript-Animation die ganze Zeit. Ja, verstehe. Okay, das ist dann sehr wie auch der Anime das Intro ist. Ja, das würde ich ja mindestens erwarten, dass sie ein bisschen was gemacht haben. Ja. So von der Bewegung her aus. Ich mag da diese japanischen Anime-Intros. Da gibt es manche, die sind von den Farben. Darunter ist auch das und all dieses Design. Finde ich immer ganz fantastisch. Ja, je nachdem, wenn sie dann gerade solche Sachen wie die Tales-Spiele, die natürlich nicht pur Anime sind, aber die können sich auch mal ganz gut austoben, wie bei richtig guten Anime-Intros. Ja. Da haben sie auch dann gute Songs und so weiter mit dabei. So sieht es wahrscheinlich eher in der Serie ein bisschen mehr aus, auch wenn wir hier natürlich die Cell-Shading-Optik sehen. Ne? Ja, was ein bisschen schade ist. Da wird man sich natürlich wünschen, ein bisschen mehr. Siehst du da hast du ein bisschen was von Gameplay gesehen, ne? Okay. Ja, also in dieser wirklich fast schon Dragon's Crown-mäßig rumlaufen und Sachen kaputt hauen. Okay, das schenken wir uns jetzt auch mal. Man kann sogar schleichen. Ja, es ist wichtig. Wenn du die Leute nerven willst, machst du jetzt den Rest der Aufzeichnung einfach hier so. Quasi. Ja, genau. Aber wie läufst du denn, Mädchen? Arme soll man ja bewegen, aber so? Ich weiß nicht. Die Leute im Chat sind auf jeden Fall Fans des Animes. Ich glaube auch, das findest du viele Leute. Ja, der ist gut. Ist vielleicht nicht der allerbeste Anime überhaupt, aber der ist angenehm zu gucken. Und hat auch einen gewissen, eine Folge gucke ich noch, Appeal. Also wenn es auf Netflix läuft, dann kannst du ja nicht umhin, da wirst du dir quasi aufgedrängt. Eine Folge gucke ich noch. Ja, stimmt. Das Mädel ganz rechts wahrscheinlich so das Typische, die ist ein bisschen properer, das heißt, die muss immer essen. Ja, die ganze Zeit, genau. Ne? Die in der Mitte, das ist so die Tüftlerin, die nie was sagt, groß. Mhm. Und die links, die ist ganz gut auf dem Besen unterwegs. Die du meinst nicht sprichwörtlich, sondern wirklich auf dem Besen. Ja, auf dem richtigen Besen. Ja, auf dem, wo man reiten tut. Vielleicht ist es ja was Umgangssprachliches, was mir nicht bewusst war. Irgendwo aus Süddeutschland. Die ist ganz gut auf dem Besen unterwegs. Ne? Würde mich nicht wundern, wenn das so ist. Nein, sorry. Ich hab's gleich. Da wollen wir hin. Wo wollen wir hin? Wir müssen nach oben. Ja, du musst einfach nur raus, glaube ich, zur rechten Seite, oder? Flur. Also das hätten sie echt ein bisschen smarter lösen können. Ja, es dauert einigermaßen lange. Ich hasse. Gib das ruhig alles. Okay. So, jetzt wird dir ein neues Feature beigebracht, irgendwie, dass du Zaubertränke nehmen kannst, um deine Magie zu verstärken, weil du bist noch nicht erfahren genug, um Magie bestimmte Sprüche dann. Okay. Skip den Text ruhig dann weiter. Das macht Sinn. Es ist, denke ich mal, eine Sache, die dann später im eigentlichen Gameplay, dass du solche Magietränke dann holen musst und dann buffen kannst, so Single-Use-Zauberer und solche Geschichten dann aus, ne? Nein, nicht da. Ursula. Nochmal erinnern müssen wir nicht. Da. Zauberfreisch. Ja, guck mal, im Chat wird einer meiner Lieblingsanimes erwähnt. Also Manga Daio. Den habe ich ganz gerne geschaut damals. Das war so ein Schulanime gewesen. Ich glaube, vom Manga ursprünglich. Okay. Irgend so eine ganz schräge, es war so fast so absurder Humor in so eine schräge Mädelsklasse. Und eine Schwachsinn angestellt haben in der Schule. Okay. Das ist der Anime oder der Manga, wo Waifu das Wort herstammt. Okay. Das ist, glaube ich, die größere Berühmtheit mittlerweile. Okay, ja. Keiner kennt mehr also Manga Daio, aber Waifu kennen noch alle. Das heißt, die haben das, durch das ist das etabliert worden oder die haben das benutzt? Die haben es geschaffen sozusagen. Das war, glaube ich, in der Serie so, dass da ein Klassenlehrer
irgendwie war, der so wie ein Schluck Wasser in der Kurve ausgesehen hat, aber der hatte eine heiße Frau. Ne? Und da haben sie sich halt gefragt, wer ist die Frau auf dem Bild? Weil das so ein Austauschlehrer, glaube ich, gewesen, sagte, oh, it's my waifu. Ah, okay. Von wegen my wife. Ja, ja. Mhm. I see. Ja, und ich grüße natürlich alle Leute, die Waifu TV gucken. Waifu TV ist natürlich. So, ich glaube, wir können noch vorbeilaufen. Können wir vorbeilaufen jetzt? Ja, hab diese. Du musst nur einfach einmal nach links zur Bibliothek. Slice of Life, ne? Muss alles kennenlernen. Da hoch rein. Ist das die Bibliothek, oder? Also, und skip den Rest. Wir müssen jetzt nicht alle abhören, was die Journalismus AG macht. Nee, das ist es doch nicht. Das ist der Eingang. Na gut, dann lauf noch ein bisschen weiter. Okay. Das ist die Bibliothek. Eindeutig bei dieser kleinen Tür. Das kann ja die Bibliothek sein. So, jetzt musst du Shenmue-Style die Bücher einräumen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Take that. Ja, und du musst das richtige Regal finden hinten dafür. Weiß nicht mehr, welches war. Gut. Das war's nicht. Ich glaube, du kannst zwischen den dreien irgendwie wählen. Das war's auch nicht. Ja gut, dann haben wir das ja... Dann bleibt ja nur noch eins. Ah nee, da sind noch mehr sogar, ja. Ach du. Check einfach mal. Ich glaube, es ist schneller, die Sachen einfach alle anzuklicken. Das ist es. Okay. Auf zum nächsten. Das wird ja ein Spaß. Gehört. Natürlich hierhin. Vielleicht hierhin. Super. Ich finde es auch gut, wie sie selbst. Sie ist von. Nein, das ist es nicht, zu nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ach, ich hätte sie einfach irgendwo eingeräumt. Ja, ich meine, vielleicht hierhin. So, aber das kommt jetzt in die Mitte. Ha! Beim ersten Versuch. Es kann ja nur in der Mitte sein. Nein, es gab 4 Möglichkeiten oder 5. Das kannst du auch alles skippen. Auf jeden Fall war das jetzt anstrengend genug, dass sie sich erstmal schlafen legen muss, nachdem sie schon 10 Stunden geschlafen hat. Hat jetzt 2 Stunden was gemacht und geht jetzt. Ja, das ist halt. Und schläft noch mal ein paar Stunden. Naja, ich glaube, es sind jetzt 2 Stunden vergangen. Dann hat sie sich schlafen gelegt und jetzt. Ja. Ich glaube, so soll das sein. Achso, dass man immerhin 2 Stunden lang 3 Bücher eingeräumt hat. Man muss das ja auch erst lesen. Oder? Dann, oh, Cutscene. Nein! Das wurde animiert. Ja. Das war wahrscheinlich auch. Yay! Something happened. Und das vergeht schon wieder. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Also es muss wohl eher ein integrales Spielelement sein, dass diese Uhr immer auftaucht. Kann das nicht irgendwie an der Seite hier schnell gehen? Und Ich glaube, in der Cutscene hat man gesehen, dass auf der linken Seite so ein Buch zusätzlich dann aufgeleuchtet oder jemand da hingepackt hat, irgendwie sowas. Ich habe hier ein Buch hingelegt. Und das musst du nochmal ins Regal packen. Da tue ich besser weg, das Buch. Und was ist mit den anderen Büchern, die hier liegen? Die sind egal. Okay. Das interessiert keinen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Fantastisch. Großartig. Das Einzige, wo du noch nicht gewesen bist, ne? Ja, ich bin so ein Fuchs. Was, ein Erdbeeren? Ich meine ein Erdbeben. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet ein Geheimgang in einer Bibliothek. Das kann ja nicht sein. Never seen that one before. Nein, ich möchte nicht denken. Und gleich bist du da, wie weit ich gekommen bin, wo ich dann absaven wollte und ich nicht gefunden habe. Ich dachte, es macht ein Autosave, weil mir nirgendwo was gesagt wurde. Wahrscheinlich musst du so an so Save-Punkten gehen. Ja, ich hoffe mal. Aber es ist ein bisschen merkwürdig, dass kein einziger Save-Punkt nach so viel Gelaber, das wäre schon jetzt eine Stunde Spielzeit, wenn du es normal gezockt hättest. Das gucken wir uns mal an. Sie gingen einen Gang herunter. Mit blauen Fackeln. So wie es sich gehört.
Ich mag das Voice Acting der Szene. Mhm. Oh. Da war's. Da hat's angefangen. Direkt so ein schicker Raum unter Hogwarts. Und da ist natürlich, wir sehen, die Uhr muss wichtig sein. Hm. It's a clock. Das hat sich gerade angehört wie der Windows. Oh nein, krieg Flashbacks. Das muss natürlich nicht sein. Akku hier drüben. Was kann denn noch interessanter sein wie diese Uhr? Vielleicht so ein bisschen Sachertorte. Eine andere Tür. Oh, komisch. Ja, es gibt's mal. Okay. Aber das ist schön, dass es immer ein bisschen was animiert. Immerhin ein bisschen was animiert. Jo, aber genau. Ich kann mich ja. Muss jetzt auch lügen. Und jetzt ist das ist das Gameplay jetzt gleich. Alright. Give me something to do. Das ist leider so eine Sache, die ich vor allem. Okay. Also ich springe mit X, starke oder Angriffe mit Dreieck und Viereck. Achso, jetzt hast du das Tutorial. Ich hab drei. Mit der 1 kannst du laufen oder so. Okay. Einfach mal in den Gegner reinlaufen. Und wenn du L1 gedrückt hältst, kannst du dann deine Waffen modifizieren für Magien. Okay. Und L1 plus R1 machen so nochmal super Special Attacks. Alright. Und du musst dann oben rechts siehst du ja, das seht ihr leider nicht, weil da unser Fenster gerade drüber ist, aber da ist so eine Art, wie viel Stockwerk oder wie viel okay. Bilder bis zum Boss. Ja, Räume halt, ne? So ja. Zelda-mäßig. Vielleicht gibt es dann da irgendwann auch mal so hoch runter, so ein bisschen Labyrinth. Könnte sein, ja, hier im Tutorial-Dungeon ist das alles noch sehr, sehr basic. Also da sieht man auch ein bisschen vielleicht den Unterschied, wie viel Aufwand in Dragon's Crown reingeschlossen ist, ja. Was jetzt so die Charaktere und das Level-Designer. Hier, oder jemand was zu unterstellen. Ja, man weiß es nicht. Ich denke, es wird mehr dann sein, dass du eben sehr viele Versatzstücke hast, die irgendwie dann random zusammengeführt werden, damit du diesen Wiederspielwert dann hast. Ne? Und dann musst du es ein bisschen simpler designen, weil es muss dann auch alles irgendwie zusammenpassen und trotzdem aus einem Guss wirken. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Zauber, die dann verschiedene, der eine ist eher so für flächig, wenn Gegner eher flächig sind, dann hast du wahrscheinlich so einen stärkeren, dieser Ball oder dieser Pfeil, der vielleicht durch mehrere hintereinander durchgeht. Sowas könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass es daher so ein bisschen die Gedanken sind, die man sich machen muss während des Kampfes. Sonst wäre es ja ein bisschen zu schwach auf der Brust. Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja auch einfach hauptsächlich schön Fun XXX, Viereck, Dreieck, die ganze Zeit. Ja, auch. Mal checken, weil die Frage noch mal im Chat aufkam. Ist natürlich hier die PS4-Version, aber ich glaube, dass auch eine PC-Version davon raus ist. Ich meine auch. Achso. Horologumi-Kammer. Ja, die Horologumi-Kammer, was auch immer, ist das wahrscheinlich, wo du hergekommen bist. Und er sieht ein bisschen aus wie der Janitor, an dem wir vorbeigelaufen sind, ohne seinen Anzug vorhin. Flitzschritt. Ah ja, okay. Unten siehst du die Energieleiste, ganz klassisch. Little Witch Academia. Ja, du machst das. Warum muss denn jetzt alles eigentlich immer Academia sein? Hier mit My Hero Academia gibt's auch noch. Das stimmt. Das ist so wie Monogatari, was halt Geschichte heißt. Gibt's ja auch ganz viel, diese ganzen Kizumonogatari, diese ganze Monogatari-Reihe. Little Witch Academia, natürlich zeigt mir all die Comics hier an. Little Witch Academia im Test bei games.ch. Gucken wir mal ein bisschen, was sie über das Spiel sagen. Tada! Es ist das erste Spiel zum gleichnamigen Anime-Hit. Bei Little Witch Academia Chamber of Time handelt es sich um einen Beat'em-up-Sidescroller mit RPG-Elementen, der jedoch auch reichlich Gameplay außerhalb der Dungeons bietet. Ob die tollpatschige Akku uns bezaubern konnte, erfahrt ihr in unserem Test. Ausrufezeichen, das ist nice. Dann gucken wir uns mal die Bewertung an. Das sind 4 Seiten, die lese ich nicht alle vor. Was? Das hier ist nur ein Satz. Hervorragend umgesetzt sind die Animationen und unterstreichen die Eigenarten der Charaktere. Ja, das da war jemand Fan. Ja. Da war jemand Fan. Okay, die Zeit läuft zurück.
oh, dann ist es was, dass du immer wieder, es passiert, das ganze Spiel passiert in diesem Nachmittag und du musst ja murmeltiertagmäßig dann ja. alles wieder von vorne machen. So ein bisschen Majora's Mask. Ja. Und dann erweitert sich vielleicht der Dungeon. Oder sehe ich, da steht das Wort Ausflug. Das soll wahrscheinlich Ausflug heißen, aber ist nicht in dem... Was ist denn da los? Was ist denn heute los hier? Das ist das Fazit, aber ich sehe keine Bewertung. Die, ah doch, da unten. Bewertung 78%. Ist nicht so verkehrt. 80% Präsentation, 83% Sound, 74% Gameplay und 78% Umfang. Also ich weiß ja nicht, also Präsentation ist jetzt... Also... Okay. Pro. Qualität der Story entspricht der des Animes. Das ist ja schon mal ganz gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Zahlreiche Charaktere und Zauber ermöglichen interessante Customization. Kampfsystem macht Laune. Gibt die Atmosphäre des Animes gut wieder. Grafik ist ansprechend. Ich kann doch nichts im Anime. Und Musik stammt aus dem Anime. Und drei negative Sachen nur. Ab und zu ist die Framerate instabil. Das sagen wir. Das Zeitsystem erzeugt etwas Zeitdruck bei den Nebenmissionen. Ja, sowas. Das, was wir hatten. Nicht so gern. Und Luna Nova, das ist die Schule, ist zu groß ja. und die Navigation dauert zu lange. Ja. Happening here right now. Du musst ins, ja, wieder in die Bibliothek zurück. Also einfach rechts vorbeilaufen. Das Layout ist halt leider echt nicht so prickelnd. Ja, das lernt man vielleicht nach einiger Zeit. Ja, ja. Wenn es immer der gleiche Tag ist, dann musst du vielleicht auch nicht mehr viel lernen. Ja. Das macht halt die Sache auch an sich nicht so viel besser. Ich schätze mal, Akku wundert sich jetzt, warum? Das hatten wir doch schon gestern. Warum ist wieder der gleiche Tag? Und jetzt ist nochmal der Eimer kaputt? Tatsache. Trank der Reparatur. Muss den nochmal reparieren. Das ist nicht euer Ernst. Aber ich hoffe, sie macht das von alleine. Ja. Nee. Dann reparieren wir nochmal. Mit deiner Reparaturmagie. Was ich mir jetzt natürlich zum einen nervig, aber auch irgendwie cool vorstellen würde, wenn du hier schon theoretisch andere Sachen machen könntest. Mhm. Das wäre wahrscheinlich zu viel erwartet, aber, ne? Dass man sozusagen dieses Tutorial so lange spielt, bis du auf den Trichter kommst, ich müsste eigentlich irgendwie. Achso, eigentlich machen. Musst du dich wegbewegen aus dem, was das Spiel dich. Ja, irgendwie sowas. Um da rauszubrechen. Ja. Ja, ich denke mal, wenn doch eigentlich ein witziger Kniff. Wenn du diese zweite Schleife geschafft hast, wahrscheinlich, dann, weil einige Leute dann ewig das durchlaufen würden. Obwohl, ich spiele das jetzt hier schon seit 50 Stunden nicht. Ja. Aber die Tür ist offen. Ja. Zumindest das kannst du gleich durchlaufen. Die ganzen Bücher, die wir weggeräumt haben, die sind alle wieder da. Dem geht so nicht. Wann mache ich mir denn hier die Arbeit? Sie ist schon jetzt schon angenervt. Ja, wahrscheinlich nur Akku weiß Bescheid. Ja. Und die anderen merken das auch nicht. Boah, diese Uhr hätten sie sich wirklich sparen können. Es sei denn, es muss laden dazwischen. Also ich glaube, das sind Ladezeiten. Ja. Ich kenn sie doch. Vor allem, es vergeht Zeit, sie quatschen, es vergeht Zeit. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt dieses ganze Adventure-Fundament drumherum gebraucht hätte. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gib mir das gestreamlined. Ja, siehst du vielleicht den Vorteil, wenn Dragon's Crown, das ist quasi der Dragon's Crown, der Ablauf, aber mit Story dazwischendurch drin, mit so rumlaufen. Ja, Dragon's Crown hat das halt links, rechts. Ja. Da ist die Navigation deutlich. Und selbst da kriegst du eine Karte. So, aber jetzt werden wir richtig Action machen können, bestimmt. Naja, wir schlafen mal wieder. Ich glaube, das ist nochmal. Ach, der andere Controller, okay. Stimmt, der war ja auch noch aktiv. Die Zeit dreht sich wieder zurück. What is happening? Geh in die Bibliothek. Habe ich ja noch nie gemacht. God damn it. Was will man jetzt herausfinden müssen, bevor es dann zu Ende ist, wie man speichert? Ich glaube, nochmal. Nochmal ertrage ich das nicht, weil ich glaube, nochmal passe ich nicht an. Ich spiele sowieso nicht weiter, ich kenne dich doch. Ja, ich hätte lieber bevorzugt, ich meine, wenn du schon sowas mit Hexen auf Besen oder sowas machst, es gibt ja, wie hieß es, Death Smiles. So ein Shooter hätte ich ganz nice gefunden, mal damit rauszumachen. Ich glaube auch falsch. Es gibt ja auch noch die ganzen Tohu-Sachen, die eh auch Anime-Shooter für sich beansprucht haben, aber warum man nicht sowas mit einer Lizenz mal wieder? Ja.
Oder einfach, ich hätte so gern einen normalen Tohu-Shooter auf PS4. Nicht diese komischen Tohu-Sachen. Ja, ja, es gibt jede Menge Stuff. Diese Beat'em-Ups, RPG-Geschichten, die gefallen mir überhaupt nicht. Das ist, weil der Tohu-Erfinder nicht will, dass seine Spiele umgesetzt werden von anderen. Irgendwie sowas. Ne? Und da müssen Leute andere Spiele machen aus dem Universum. Ja, irgendwie sowas. Dann lass es. Müssen wir nochmal den Eimer reparieren? Das reicht's auch. Jetzt ist aber auch mal... Ist aber auch gar nicht mal so schlecht, wenn du tatsächlich den immer wiederkehrenden Tag hast, in den Sommerferien. Das heißt, du hast für ewig Sommerferien. Ja. Eigentlich ganz geil. Der Zeitpunkt entscheidet, ne? Weil täglich grüßt das Murmeltier, ist halt kacke, weil Winter ist. Ist eigentlich richtig gut. Prinzipiell ist es nicht so schlecht, ist da. So, geh rein, mach noch einen Dungeon. Alright. Fragezeichen, Fragezeichen. Bin der dann dead? Da ist der Safe, das ist der Safe wahrscheinlich. Was könnte das sein? Wozu könnte dieser Raum gedient? Nee, doch nicht. Wozu könnte dieser Raum gedient haben? Zum Sichern? Ereignis. Es sieht nach einem Safe-Punkt aus, oder? Warte mal, ich bin doof. Das ist es, weil ich bin so fixiert auf. Telepathie-Magie, haucht Gegenständen Leben ein. Okay. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich mit dieser Magie auch speichern. Hoffen wir es mal. Dass du das Speichern erstmal freischalten musst. Ja, das ist nicht so. Okay, jetzt kannst du die Telepathie-Magie. Wo konntest du deine Tränke auswählen? Ja, da. Hauch Gegenständen Leben ein. Aber Telepathie ist was anderes als... Der schwebt dann vielleicht. Aber es ist Telepathie ist nicht Teleportation. Telepathie ist Gedankenlesen. Ja, vielleicht gibst du einen Teil von deinen Gedanken in das Ding rein. Wahrscheinlich. Dann kriegt er seine eigenen Gedanken. Gibst du so einen Gedankenanstoß? Von mir aus. Ich hoffe, dass der Safe-Geist jetzt wenigstens funktioniert. Safen? Ja, siehst du? Also man musste den Safe-Geist erstmal freischalten. Ja, hier musst du wenigstens noch arbeiten für Fortschritt. So. Meine Achievements. You saved. Laufen kannst du nicht hier? Doch. Ich geh mal hier rein. So große Uhr. Ja, da ist ja... Ist gar nicht, wie sie heißt. Sushi oder so? Ja, so. Sushi. Suki? Ja, also wird Sushi aus. Sushi. Okay, wir sind hier fertig. Saal. Bibliothek. Dieser Raum... Ach nee, zur rechten Seite ist dann wieder der... Vorsicht, Akku! Doch, genau da wollen wir. Ach nee, du darfst wahrscheinlich erstmal nicht, bevor du musst zum Gelben dann hin, schätze ich mal, ne? Da war ich doch gerade. Da müsste doch noch die Suki da sein. Red nochmal mit der Suki. Und geh mal an die Uhr. Ja, ich glaube auch das. Nein. Ein definitives. Murmel mal, damit sie uns sagt, was wir machen müssen. Könnte dieser Raum gedient haben. Okay, das ist das Murmeln. Mhm. Du hast keine Magie-Stapfen mehr, ne? Ja. Also die... Schleichen. Da hat es tatsächlich ganz gut gemacht. Ja gut, die Schleichenanimation ist lustig. Also gut, man kann hier nichts machen. Dieser Raum gedient haben. Mit dir hatten wir auch schon... Ja, zum Sitzen, so wie das aussieht. So viele Sitzgelegenheiten, wie hier sind. Vielleicht mit ihr nochmal. Also, ist für ein Ort. Das kann nicht nur ein riesiger Schrank sein. Ach, du musst die Dialogoptionen erstmal alle erschöpfen. Hast du wahrscheinlich noch nicht. Also. Red einfach noch ein paar Mal mit ihr. Welcome to Dark Souls. Denkst du. Nee, das war der Text, den wir schon hatten. Gespeichert haben wir auch. Durch die roten Türen kannst du nicht durch. So zur Art landest. Vielleicht zurück. Hast du das gehört? Da kommt jemand. Okay, dann musst du so einfach mal random herumlaufen. Okay. Das gefällt mir auch sehr gut. Wo seid ihr denn hier? Das ist ja die Amanda. So, unerschöpfliche Tüte. Also sie mampft auch nur, die holt da nie was raus. What kind of magic is that? Naja, aber es ist eigentlich gut, weil Kalorien. Und du hast immer was in der Hand, du hast das Gefühl des Essens, aber du isst es gar nicht.
Mir gefällt euer Blick nicht. Okay. Jetzt müssen wir uns doch anhören, was sie zu sagen haben. Was ist denn... Wir hasten natürlich ein bisschen durchs Spiel hier. Du würdest dir natürlich, wenn du es richtig spielst, da ein bisschen länger Zeit nehmen, um alles dir dann anzugucken. Was ist dein Eindruck bisher? So sehe ich. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gameplay gewünscht. Und ein bisschen, weiß ich nicht, so à la Odin's 4, so was ich gesehen habe, dachte ich, ist es eher. Ja, so ein bisschen zackiger ist es bisher. Also es fühlt sich so ein bisschen sperrig an. Diese Ratio ist meist nicht so gut gewählt, finde ich immer bei solchen Sachen. Also die Story ist schön und gut, aber es muss immer nicht so viel sein. Ja, ich finde die Verteilung, vor allem am Anfang von Spielen, immer schwierig. Weil die bomben dich erstmal mit einer Stunde Text zu. Und dann kommt erst Gameplay. Und ich hätte es gern, gib mir erstmal Gameplay, gib mir irgendwie so ein Flashback oder irgendwas. Ja, lass mal ein Testlevel machen. So. Ja, dass ich mal so ein bisschen sehe, was bietet mir dieses Spiel. Und dann bin ich gewillt, auch ein bisschen Story zu haben. Weil ich bin ja am Anfang bin ich ja heiß drauf, das Spiel zu spielen. Deswegen spiele ich es. Sonst lese ich ein Buch. Und es ist jede Menge, wir spielen es an bei Twitch kurz, Shows geben, die einfach nur alle die gleichen Texte dann gelesen haben. Ja. Also bald. Ich bin mir jetzt aber auch uneinig, das verschwindet ja alles nicht. Ich muss einfach mal hier mal durchgehen. Ja. Okay, mach noch ein paar Mal. Die merken das, will das überspringen. Okay, nein, das merken sie nicht. Aber gut, nee, es kommen keine neuen Texte. Du hast mit jedem einmal geredet, ne? Ja. Gut, dann geh wieder zur Uhr. Das ist ja was. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, jedem mal zuzuhören. So. Na, guck mal, es sind noch mehr Leute, wo du Texte wechselst. Was macht ihr hier drin? Sie kennt sich aus. Sie ist doch hier Konstanze. Ja, Konstanze sagt immerhin nichts. Aha! Aber jetzt erklärt sie uns, was die Phase ist. Wahrscheinlich hätten wir nur mit ihr reden können. Mit Conny. Das ist ihre Mutter. Aha, guck mal, jetzt können wir auch hier, so wie der Luna-Ball also in Sailor Moon. Ja, den Save-Button hast du ja auch. Oh Gott, musst du den nochmal aktivieren hier, jeden Save separat. Ich muss immer. Jetzt pass auf, das ist so wie in Resident Evil, wo du die Farbbänder brauchst oh nein. Du so rein, um sie freizuschalten. Oh, das wäre nicht nice. Das wäre überhaupt nicht nice. Das müssen wir noch herausfinden. Haben wir da noch Zeit? Wir haben ein paar Minuten, haben wir noch. 5. Okay. Was ist denn da danach? Danach ist doch nichts. Nee, von den beiden Spielen, die wir uns heute angeguckt haben, ich glaube, das einsteigerfreundlichere, auch wenn es ein bisschen komplex zu Beginn ist, ist Dragon's Crown. Ja. Ne? Da kommt da hast in die Action. Ja. Da, hier muss man. 5 Minuten haben wir noch. Wir können die Uhr selber lesen. Die Uhr ist nicht die richtige, die im Spiel angezeigt wird. Was? Es ist noch nicht 8. Ach, okay. Aber es ist kurz vor 8. Na, immerhin. Jetzt pass mal auf. Anneke, und der ist. Das ist eine Kristallkugel. Ich glaube, ich muss teleportieren. Guck, siehst du? Und du hast. Du jetzt hast schauen wir mal. Natürlich hast du kein Telepathie mehr. Ja, siehst du mal. Alter Vater. Gut, du musst in die Bibliothek gehen übrigens. Ah ja. Ja, Dragon's Crown, auch wenn die Spiele sich wahrscheinlich nicht besonders unähnlich sind, gehen dezent anderen Weg von den beiden her aus. Also wenn man sich dann heute entscheiden möchte, ob man sich ein Anime-basiertes oder also ich glaube, für Leute, die Fan sind von dem Anime und die Bock haben auf Geschichte und eher so das Gameplay so ein bisschen nebenher und eher interessiert sind an den Charakteren, haben da wahrscheinlich mehr Spaß wie mit dem Dragon's Crown. Immerhin der Anime-Fan, der ja wahrscheinlich diesen Test gemacht hat auf der Schweizer Seite, der war auf jeden Fall überzeugt davon. Ne? Und es scheint eben, wenn man einmal über diesen ganzen Hubbel zu Beginn hinweggekommen ist, von dem Testlevel, den wir da gesehen haben, ist er auf jeden Fall, es war flashy okay. Ne? Da könnte noch ein bisschen mehr abgehen für Verständnis. Wahrscheinlich wäre es auch, wenn man sich da auch die Sachen durchliest und versteht man auch deutlich mehr. Ich bin da ja auch nur so durchgestolpert, sagen wir mal ehrlich. Also, geh doch mal in die Holokammer runter. Ignoriere die. Okay, ignorieren wir Diana. Nee, sprich mit Diana. Was denn jetzt schon wieder? Da steht oben, steht das. Ja. Ich dachte, das ist dein Geheimnis. Das ist das, was oh Mann. Hast du nicht gesehen? Das ist ich das, bin was so fokussiert musst. Auf sie. Akku hat gesagt, ich gehe gleich da runter, aber oben war der Auftrag, red mit Diana. Ich verstehe. Geht's? Jetzt gehst du in die Holographenkammer. Ja, ich bin da. Ich drücke mal auf Kreis. Das ist auch ein sehr entspanntes Spiel. Ja, da kam wahrscheinlich mal ein Touchscreen oder 4. Ja.
So am Wochenende. Oh, wenn du nicht Bock hast auf Action groß. Vielleicht bekommen wir auch irgendwann mal so ein. Erlernen wir mal Telepathie mal. Erkunde die Ruinen, springe ein. Ich will noch ein paar Gegner sehen. Alright. Versiegelte Tür. Das kann ja nicht versiegelt sein. Da reingehen kann. Come on. Moment mal. Ich komme da doch mit. Schön, dass sie diese Schärfenverlagerung drin haben. Erinnert mich ein bisschen an dieses ziemlich schlechte Spiel von der PS3. Wie ist es? Time and Eternity? Das war so eines von vielen RPGs. Das hatte so eine Art, ja, quasi mit Schärfenverlagerung, Rückansicht mit gezeichneten Charakteren, dass du dann in die Tiefe gekämpft hast mit so einer Overshoulder-Kamera, die so ähnlich aussah. Aber das Spiel war Grütze. Okay. Was ihr heute an Spieletests bekommt. Ja, erfahrt ihr einiges, ne? Ja. Erkunde Ruinen. Okay. Muss ich wieder einen Zauber? Eigentlich nicht. Also passiert nichts, wenn du mit X dahin gehst. Noch? Ach nee, du musst nur zwei Schritte näher ran noch. Du hast nicht den richtigen. Entschuldigung für meine Unfähigkeit. Fighting Stance. Gruppenliste. Ah, da kannst du wahrscheinlich dann, dass du eine auch die anderen Hexen mitnehmen kannst. Okay, Support, Gruppenliste, blablabla. Okay, die haben dann. Ja. Kann ich da. Ah, das ist ja eben. Ah, du könntest die tauschen. Ah, ja. Das finde ich ja tatsächlich irgendwie ganz cool wiederum. Anführerin. Okay, das Wichtigste für mich. Du mit Suki hier kämpfst. Ja, mit Sushi. So, das ist mir immer ein Anliegen. Alright. Kill it. Schade. Jetzt gerade, wo wir beim Gameplay gewesen sind. Aber Leute, wir haben uns zwei Games angeguckt. Jan, danke, dass du dir die Zeit nochmal genommen Sehr hast. Sehr gerne. Dass wir es mal kommen. Gegner, hau die mal parallel weg, weil nochmal mich nicht mehr. Anmod. Dragon's Crown, Little Witch Academia. Gleich kommt die neue deutsche Abendunterhaltung. Bleibt dran. Ihr werdet es nicht bereuen, weil das wird cool. Tschüss. Tschüss.